Euphorie hört sich anders an, aber ich freue mich trotzdem, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum 152. Anschluss, präsentiert vom HDI So ist Versicherung. Ich möchte Ihnen gerne an diesem denkwürdigen Abend unsere Gäste vorstellen. Das mache ich jetzt einfach mal ohne Karte, weil ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre. Also begrüßen wir zu seinem vorletzten Anschluss vor der Rente. Er wird ja dann halb nach Kreta übersiedeln und nur noch auf Surfbrettern stehen. Und wir werden ihn schmerzhaft vermissen, denn er ist jemand, der wirklich noch richtig gut schreiben konnte. Und die Anstöße, die er in die Zeitung schreibt, die lese ich wirklich am liebsten und immer. Also begrüßen wir noch einmal Andreas Willeke! Ja, und ich habe Ihnen ja vorhin die Geschichte mit Horst Rubesch erzählt. Ich habe natürlich weggelassen, weil ich mir da selber das Lob anhören wollte, dass das natürlich eingefädelt ist von Dieter Schatzschner, ist ja ganz klar. Wir würden fast die Hälfte der Gäste nicht hier haben, wenn ich Ihnen nicht im Vorgespräch sagen könnte, hier bei uns sitzt Dieter Schatzschneider, dann sagen Sie nämlich alle, ach der Lange, dann komme ich auch, hier ist Dieter Schatzschneider. Herz und Seele des Anstoßes. Und dann habe ich in der Gästeliste jemanden gesehen, der eigentlich nur zwei Karten für heute gewonnen hatte. Und als ich hörte, der Glotter kann er zur zweiten Halbzeit, habe ich ihn angerufen und gesagt, du musst auf die Bühne kommen, Bier trinken ist erst in der zweiten Halbzeit. Er ist der Rekordprofi bei Arminia Hannover, hat gespielt für Wolfsburg, Arminia und Rickling, 192 Profispiele. Mittlerweile ist er Mitte 60 und kommt jetzt auf die Bühne. Herzlich willkommen, die Trainerlegende aus dem hannoverschen Fußball, nicht wegzudenken, ist Rainer Anna Behrens. Guten Abend. Du nimmst diese Position an, Anna. Dort, bitte. Dort, genau, dort. Und jetzt kommt der Mann, ich weiß nicht, gerade haben Sie letzte Woche oder vorletzte Woche die Spezialreportage im NDR gesehen, 75 Jahre Volker Finke, da hatte er eine Hauptrolle, war ein großartiges Stück, geht es noch in der Mediathek des NDR zu sehen. 16 Jahre war er als Co-Trainer an der Seite von Volker Finke beim SC Freiburg, vorher Spieler in Steligen, Co-Trainer beim TSV Havelse, danach nochmal Co-Trainer in Hoffenheim mit Rangnick und in Wolfsburg, hat dann da lange auch die Akademie geleitet und ist jetzt Leiter, Nachwuchsleiter von Hannover 96 und sportlicher Leiter der Akademie. Herzlich willkommen, Achim Sarstedt. Guten Abend. Unser Hauptgast heute. Komm zu uns, Achim. Grüß dich. Setz dich bitte dahin auf den Platz, der 96 zugesehen wird. Du weißt, dass du jetzt in der ersten Halbzeit gar nichts gefragt wirst. Mach einfach ein nettes Gesicht und auch wenn dir verschiedene Fragen nicht gefallen werden, dann freuen wir uns da über deine Anwesenheit. Freuen uns noch sehr, herzlich begrüßen, Julian Battner ist da. Battner ist da, der Geschäftsführer des Nachwuchsleistungszentrums der Akademie, sitzt dort außen. Kennen wir noch von der Tennisbase, hat damals geheim gehabt, dass Julia Görges hier trainiert hat. Werde ich eben immer noch übernehmen, weil ich wäre gerne dabei gewesen. Und natürlich ein intimer Freund von Nikola Kiefer und all diesen, die dort gespielt haben. Jetzt eben im Nachwuchsleistungszentrum. Sebastian Kurbach ist der Archivar von Hannover 96, bewahrt die Schätze und ist aber auch in der Unternehmenskommunikation. So, fangen wir an. Und zwar heute mal nicht mit Dieter, sondern mit Andreas. Denn Andreas, es gibt eine erfreuliche Entscheidung der DFL und ihr erzählst uns jetzt. Ja, man glaubt es gar nicht. Eine gute Nachricht für 96 oder bei 96. Also es wurde ja immer so dieses Drohgemälde an die Wand gemalt vom e.V., dass die Lizenz flöten ist, wenn das so weitergeht mit Kind. Heute hat die DFL die Lizenz erteilt für Hannover 96 und zwar ohne Bedingungen. Bedingungen heißt, dass irgendwelche Vereine, diese Bedingungen müssten erfüllt werden bis Ende Juni, bevor dann die endgültige Lizenz erteilt wird. Andreas, für welche Liga? Für die zweite und die dritte. Alles klar. Nur das war das. Aber wir gehen davon aus, dass es doch die zweite ist. Also die Lizenz ist da, diese Drohgebärde, die Drohkulisse ist zusammengebrochen wie so eine Pappmaché. Und sie müssen nur zwei kleine Auflagen erfüllen. Die müssen am Brandschutz was machen im Stadion und sie müssen das Flutlicht irgendwie ein bisschen verbessern. Das kann aber im Laufe der nächsten Saison passieren. Also es geht auf jeden Fall in die nächste Saison bei Hannover 96. Sehr schön. Dieter, ein schlauer Kollege aus der Sportredaktion hat ausgerechnet, dass es eigentlich auch nur noch theoretisch möglich ist, dass 96 absteigt, weil die sich unten alle Punkte wegnehmen würde. Ein einziger Sieg, vielleicht sogar ein Punkt reichen, um die Klasse zu halten. Wie siehst du im Moment die Lage? Also erstmal muss ich sagen, es hat sich ja gut angehört, was der Andreas Willeke gesagt hat. Aber da möchte ich auch mal eine Bitte äußern.
nicht immer alles nur hinnehmen, was diese Vögel hier uns angetan haben mit ihren Lügengeschichten, sondern jetzt müssen sie auch mal ein bisschen kriegen. Ihr könnt sie ruhig mal auffordern zum Rücktritt, da würdet ihr mir eine Freude machen. Meinst du die Leute vom e.V.? Jawohl, die meine ich. Ja, so. Habe ich verstanden, das sind deine Freunde, gut, das wissen wir. Ja, das muss auch mal gesagt werden. So, was war noch mal die Frage, was wolltest du eigentlich jetzt von mir? Ja, was wollte ich eigentlich von dir? Das, was ich am Anfang immer will, die Einschätzung der Lage, mein lieber Dieter. Ja, also ich habe mir ja mal die Mühe gemacht, ich bin wieder zum Training gegangen. Ich habe es gesehen, in der Bildzeitung war gleich ein Foto. Und ja, einfach weil man hört natürlich viel, was so erzählt wird. Und ich gehe immer noch gerne hin, um zu sehen, macht alles noch Sinn oder macht alles keinen Sinn? Und man kann das, glaube ich, schon im Training sehen, ist Mannschaft und Trainer noch eine Einheit? Ist das Umfeld ruhig und. Und also das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, dass bei der Mannschaft kein Krummer dabei ist. Ich habe auch dann mit unserem Kapitän gesprochen, weil das ja auch wichtig ist, wie die Kabine aussieht. Und auch er hat mir bestätigt, dass da wirklich die Jungs wollen alle. Ist eine brave Mannschaft, manchmal glaube ich natürlich, manchmal auch zu brav. Ne, das muss man auch mal deutlich sagen. Aber ich glaube, sie wollen alle. Und jetzt müsste man nur für diese Mannschaft, so ist mein Gedanke, dass man mal vielleicht versuchen würde, ich höre immer nur, ja, wir müssen das spielerisch lösen und wir müssen spielerisch, nee, das, mir würde schon mal reichen, wenn wir was kämpferisch lösen, drei umhauen hier und wir holen einen Punkt, da bin ich auch glücklich. So ist das bei mir. Anna, du bist Dauerkartenbesitzer und die Frage an dich muss sein, gehst du eigentlich noch gerne zum Fußball? Freust du dich auf die Heimspiele? Ja, mit Sicherheit. Also ich freue mich auf jeden Fall und bin auch ein Fan von Leitl, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist er, der Fan von Leitl. Hm? Ja, also weil der hat doch in der ersten Halbserie nichts verkehrt gemacht. Ja. Er hat doch alles richtig gemacht. Aber was ist denn Weihnachten passiert? Kannst du dir das erklären? Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also es ist auch für mich unbegreiflich, was da vorgefallen ist. Aber ist gut. Okay, also wir reden in der Redaktion tatsächlich fast jeden Tag darüber. Was ist in diesen zwei Monaten passiert? Denn wir waren ja alle, eigentlich Sie mit mir mit Sicherheit auch, überzeugt davon, dass die oben angreifen können und dass wir jetzt hier, normalerweise wäre ja der HSV wie üblich Vierter und 96 wäre auf dem dritten Platz gestanden und hätte vielleicht wirklich Chancen gehabt. Stattdessen eben haben wir eine Eins davor stehen. Das ist wirklich kurios, Andreas. An dich auch nochmal die Frage, du bist ja immer bei den Pressekonferenzen dabei, sprichst mit Kind, sprichst mit Mann, sprichst mit dem Trainer. Wie angespannt empfindest du die Situation? Ja, sie ist auf jeden Fall knifflig. Es ist ja bei uns nicht anders gewesen, als Rainer das auch gerade sagt. Wir haben natürlich auch uns gefreut, dass Leitl kommt, weil es ja nachgewiesenermaßen schon ein guter Trainer ist. Er hat mit Fürth ja was bewiesen, er ist aufgestiegen und hat da auch wirklich tollen Fußball spielen lassen, das muss man auch sagen, wie die aufgestiegen sind, das war ja nicht nur Glück, sondern das war wirklich guter Fußball. Und die Hinserie war gut, Platz 5 und dann sind sie völlig abgekackt und das ist natürlich schon auch jetzt etwas, was an allen Beteiligten wo alle Beteiligten zu knabbern haben, das ist eindeutig. Vor allen Dingen nach den letzten Niederlagen, das 1-6 in Hamburg war natürlich brutal. Und dann gleich nochmal 0-3 gegen Heidenheim hinten drauf, in zwei Spielen 9 Tore. Und wenn man sich das anguckt, die ganze Rückrunde kassieren sie, schaffen sie es nicht zu 0 zu spielen. Hinten dicht, Leitl kriegt die Mannschaft hinten nicht mehr dicht. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, was die Mannschaft im Moment hat, dass dann das nicht gelöst wird. Daran liegt, glaube ich, auch an, ich habe das neulich mal versucht aufzuschrauben, aufzuduseln. Ich habe mir mal die ganzen Aufstellungen angeguckt. Der hat von 11 Rückrundenspielen 9-mal verschiedene Abwehrformationen gehabt. Und wo man doch eigentlich weiß, dass es da wichtig ist, da wechselt man möglichst gar nicht in der Abwehr. Das muss stabil sein. Also das ist, glaube ich, das eine Problem. So, und du hast gefragt, wie angespannt die Lage ist. Ich denke, nach dem HSV-Spiel hat Markus Mann, der Sportchef, so ein bisschen das Tempo angezogen, indem er sich da dann hingestellt hat und gesagt hat, wir gehen in dieser Konstellation ins nächste Spiel und mehr eben nicht. Und das hat er 7-mal wiederholt. Da war klar für jeden, der es gehört hat, okay, es ist aber wirklich nur dieses Spiel. Das heißt, da war Druck aufgebaut für Leitl. Und dann kam das Spiel gegen Heidenheim und dann haben sie sich danach auch, ja, ich glaube, in der ersten Emotion nach dem Spiel war Kind soweit, ihn zu feuern, sofort. Dann haben sie sich am Freitagabend und am Samstagmittag nochmal zusammengesetzt und dann haben
Sie eine Lösung gefunden, dass es nochmal weitergeht mit Leitl. Aber die Aussage ist, von Spiel, wir bewerten das jetzt von Spiel zu Spiel. Zwei Fragen dazu. Ein bisschen schockiert war ich darüber, ich habe ja die Pressekonferenz auch gehört nach dem Heidenheim-Spiel und da waren viele der Sponsoren, die hier sitzen, mit mir auch fassungslos, dass Leite wieder die Möglichkeit gefunden hat, einen Teil dieses Spieles schön zu reden. Ein 0:3 mit einem verschossenen Elfmeter. Das hat mich doch sehr überrascht. Weiß er auch nicht mehr genau, wie es läuft? Ja, es ist, glaube ich, auch natürlich, setzt man sich nicht gerne auch ins schlechte Licht. Da muss er natürlich auch ein bisschen aufpassen, was man so sagt. Aber es ist schon auffällig, seine Rhetorik, dass sich das immer wiederholt. Ich meine, man lässt sich die Pressekonferenzen, kann man im Prinzip vorhersagen, was er sagt. Und diese Schönrednerei war natürlich schon, dass man da rausgegangen und hat gefragt, hey, welche Spiel hat er jetzt gerade gesehen? Also so Aussagen wie, Gott sei Dank, oder wir sind ja in der zweiten Halbzeit nicht zusammengebrochen. Ja gut, aber das ist ja nun nicht der Anspruch von irgendjemand. Und das war auch gar nicht das Spiel von Heidenheim in der zweiten Halbzeit. Wenn du 3-0 führst, dann stellst du dich erstmal hinten rein und wartest ab, was die anderen machen. Das hatte Leitl ja neulich erst gefordert nach dem Paderborn-Spiel, als sie 2-0 geführt haben. Und dann haben sie am Ende ja 3-4 verloren. Da hat er sich ja auch aufgeregt, dass seine Mannschaft sich eben nicht zurückgezogen hat und erstmal hat kommen lassen und dann irgendwann mal einen Konter starten. So, das macht man ja normalerweise. Das hat Heidenheim auch gemacht. Also darf man diese ganze zweite Halbzeit nicht überbewerten. Das hat er aber gemacht, indem er dann gesagt hat, oh ja, wir haben eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Also ich glaube, das kommt bei einigen auch nicht gut an. Und ja, das ist eine schwierige Situation für einen Trainer. Ich meine, ich möchte mich da jetzt nicht reinversetzen, wie man da selbst sitzt und muss Lösungen anbieten, findet aber keine und sagt von Spiel zu Spiel, ja, wir haben es alle selbst in der Hand, wir müssen jetzt aber punkten. Aber sie punkten einfach nicht. Ne? Und das geht ja jetzt schon das ganze Jahr über. Also wir haben jetzt 12 Spiele, die sie nicht mehr gewonnen haben und sie haben einmal gewonnen in diesen 12 Spielen und dreimal unentschieden. So, Vorletzter der Rückrundentabelle mit 6 Punkten. Das sagt eigentlich alles über die Entwicklung. Die ist brutal negativ. Und man kann natürlich jetzt nicht einfach dauernd weiter verlieren. Also da wird es dann, wenn das jetzt so weitergeht, wird da irgendwann der Schlussstrich gezogen werden. Und das ist natürlich bitter, auch für mich, weil ich auch denke, dass das eigentlich ein guter Trainer ist. Dieter, Hamburg 1:6. Wie viele Häme hast du aus deiner ehemaligen Stadt, du hast ja gespielt unter Ernst Happel beim HSV, mit nach Hannover nehmen müssen? Also relativ wenig, weil ich bin nach 60 Minuten nach oben gegangen und habe mir ein Würstchen aus Frust wieder reingedrückt. Dann das ist ja mein großes Problem immer, dass ich dann anfange zu essen, wenn es nicht läuft, aber ne, ist halt. Oh ja, das ist in dieser Saison gefährlich. Ja, aber also ich sehe das doch ein bisschen nicht so wild und so entspannt alles. Also der Leite lernt jetzt mal, glaube ich, auch ein bisschen kennen, wie hart die zweite Liga sein kann. Es ist alles nicht nur schön, gerade in so einer Medienlandschaft, wie sie hier Hannover bietet. Aber ich sehe halt, wir haben 7 Punkte noch vor. Das ist ein Pfand. Ich sehe, dass die Mannschaft mit dem Trainer zusammen etwas erreichen will. Das sehe ich auch. Und jeder kann ja seine Vorstellung von Fußball ausleben. Aber was ich natürlich sehe, für mich ist das jetzt nicht mehr wichtig, dass wir nach vorne und 4 Tore und fußballerisch überzeugen, sondern für mich wäre jetzt momentan mal am wichtigsten, wie kriege ich hinten keinen rein? Wie mache ich das Ding hinten zu? Und wir müssen nicht immer mit einer Dreierkette spielen. Die Dreierkette, da hat der Rainer recht, am Anfang ist es so gekommen, wir haben sie mal probiert nach 3 Spielen, nachdem die Viererkette nicht klappte und sind dann durch Ziele, einen überragenden Ziele, haben wir dann 1:0, glaube ich, gegen Regensburg gewonnen. Das war auch so ein Spiel, wo wir viel Glück hatten. Aber es war ein Sieg. Und dann hat sich die Dreierkette ist immer besser geworden, weil die Spieler durch die Siege und keine Niederlagen immer selbstbewusster sind. Und jetzt bringt es meiner Meinung, ist nur meine Meinung, nichts daran rumzuwerkeln, weil ich glaube, die Mannschaft hat wenig Selbstvertrauen. Also warum Beispiel der Könen? Da kriegt er jetzt von der Presse oder von der Bild eine 6. Kann ich nicht verstehen. Macht Fehler, ist ganz klar hinten. Aber ich finde, das ist der Beste vorne. Das ist eine Waffe. Und wenn wir nach vorne was... Ja, aber pass auf. Wenn ich das nicht will, dass der hinten in der Abwehr spielt, dann mache ich doch eine Viererkette und setze den davor. Problem ist gelöst. Aber ich will nicht, dass der Könen, für mich hat der eine 1 in der Offensive, auch eine 6 in der Defensive. Und wenn ich das teile, mathematisch komme ich dann auf 5. Nein.
Komme ich dann, ja, ist klar, auf 3,5, ist aber okay. Also so denke ich. Und ich glaube, dass wir eine Mannschaft aufs Feld schicken könnten, die im Zentrum stabil steht, außen mit Schnelligkeit besetzt ist und zwei Stürmer, die vorne auch noch spielen könnten. Aber dann würden natürlich sehr viele Fußballer, von denen wir meinen, dass sie fußballerisch gut sind, hinten rausfallen. Aber warum sollen wir denn immer das Spiel machen? Jeder sagt mir, das Spiel wäre die ersten 30 Minuten gut. Ja, aber warum? Weil Heidenheim nur gedacht hat, ach, lass die mal machen, ich spiele erst mal zu null. Ich bin noch der vorne steht, lass die noch mal kommen. Das ist so. Und warum fahren wir nicht mal nach Bielefeld und sagen, so, jetzt sind wir mal alle hinterm Ball nach jedem Ding. Jetzt spielen wir mal schnell über Außen und spielen Konter. Jetzt lass doch Bielefeld mal das Spiel machen. Und da wollen wir mal sehen, was dabei rumkommt. Und dann glaube ich, dass man, wenn man dann über den Kampf kommt, einen Punkt holt, dann wäre alles wieder gut bei 96. Anna, jetzt hast du ein halbes Dutzend Mannschaften trainiert. Du hattest eigentlich überall Erfolg und letztendlich ist es in der Bezirksklasse ja genauso wie in der zweiten Bundesliga. Du hast eine total verunsicherte Mannschaft. Die Abwehrformation wird ständig geändert und in der Offensive passiert fast nichts. Was muss 96 jetzt machen, um zumindest in den letzten Spielen erfolgreich zu sein? Ja, erstmal ist es auch so, dass alles nicht verkehrt sein kann, was vorher gelaufen ist. Das ist für mich unbegreiflich. Und irgendwo erreicht der Trainer wahrscheinlich die Mannschaft nicht. Das kann sein. Okay, würdest du jetzt also die Abwehrformation einfach mal für die letzten Spiele so belassen, Viererkette, ja, Dreierkette, ja, und ja, dann steht die? Ja. Ja? Okay. Wie wäre deine Ansprache in der Kabine? Was würdest du sagen? Richten wir uns nach dem Gegner oder machen wir unsere eigene? Nach dem Gegner, was der Lange sagte. Das Problem ist doch auch, wir haben doch keine Torjäger mehr. Es gibt doch. Der Lange, der spielt leider nicht mehr. Mhm. Das ist... Und darum, wir haben noch keine Torjäger mehr. Havard Nielsen ist da, Weidand ist da, Bayer ist da. Weidand, hallo, bitte. Okay, ja, also. Okay. Ja. Gut. Also Torjäger, stabile Abwehrformation. Genau. Ja. Und dann würdest du mit Leitl noch in die nächste Saison gehen oder muss es... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Andreas, da muss ich dich fragen, hat er denn überhaupt eine Chance, über die Saison hinaus verpflichtet zu werden? Ja, die Ansage ist, dass sie dann auf die große Hoffnung natürlich irgendwie sich jetzt ins Saisonende zu retten, egal wie, Hauptsache nicht absteigen, ist doch scheißegal, ob 14., 3., 13. oder 10. Gut, das spielt zwar beim Geld wieder eine Rolle, in der TV-Tabelle rutscht du noch weiter runter, kriegst du noch weniger Kohle für die nächste Saison, aber da muss Kind halt ein bisschen was dazu packen. Aber es gibt schon, glaube ich, dass sie diese Hoffnung haben sie und vielleicht, dass es dann auch mit Leitl weitergeht. Man muss dann natürlich auch gucken, war alles richtig, was sie mit der Mannschaft gemacht haben? Haben sie den Kader vernünftig zusammengestellt? Wo sind da Schwachstellen? Wo hat Sportchef Markus Mann auch seinen Anteil an der jetzigen Situation? Ist er geschwächt? Ja, ich glaube schon auch. Also man muss ja fragen, was ist mit dem Schaub oder was ist mit dem Bezuschkow oder so. Das waren ja zentrale Figuren, die eingeplant waren in Leitls eigentlichen System. Er wollte ja mit einer Raute im Mittelfeld spielen und das hat nicht funktioniert. Das hat er ja dann umgestellt. Dieter hat es ja gesagt, nach dem Regensburg-Spiel, da hat er dann auf Dreierkette umgestellt und das hat ja funktioniert erstmal. Also da gibt es schon noch ein paar Spieler, die nicht so richtig funktioniert haben, wie man sich das wünscht oder gewünscht hat. Da muss man drüber reden. Also diese Quote von, die Kind sich immer wünscht, 80% der Transfers müssen sitzen und 20% können so ein Flop sein. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht, wenn man da mal Andreas, guckt. Was mich gewundert hat, war, dass im Nachwuchsleistungszentrum sind ja hervorragende Trainer, die alle schon Cheftrainer größerer Mannschaften waren. Lottner hat trainiert in Cottbus, in Rostock, in Saarbrücken. Daniel Stende war sogar im Ausland tätig und mit Stende hat es ja schon mal funktioniert. Der hat ja schon mal die Mannschaft in der Bundesliga in der Rückrunde übernommen und einen wirklich guten Lauf hingelegt. Warum war das nie eine Option, den nochmal für 5, 6 Spiele zu befördern? Doch, das haben sie diskutiert. Das war ein Thema am Wochenende zwischen Mann und Kind. Stendel war die Option und haben sie dann aber erstmal verworfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal wieder Thema wird in den nächsten Wochen. Also nach einem 1-3 in Bielefeld kommt das nochmal wieder hoch? Also ich will jetzt hier keine Prognose abgeben, aber möglicherweise könnte das ein Thema werden. Ja, oder vielleicht auch genauso wichtig wird dann nochmal das Heimspiel gegen Nürnberg, wo alle ja sagen, das wird das Spiel,
wo sie vielleicht was am ehesten noch was holen können. Das haben wir schon 16 Mal gesagt. Ja, vom Braunschweig-Spiel, vom Rostock-Spiel, vom Magdeburg-Spiel. Vollkommen, ich gebe dir recht. Ja, das hören wir immer wieder. Aber klar ist, Sie haben über Stendel geredet, aber ich glaube, eine Überlegung, die dahinter steckt, ist, dass Sie nicht wollen, dass Stendel dann in der kommenden Saison dann weiter Trainer wird. Da Mensch, man kann dem doch mal einen Vertrag für 5 Spiele geben, oder? Ja, glaube ich schon auch, dass man das überlegen kann. Aber ich glaube, das ist so das Ding, dass wenn ein Trainer dann 5-6 Mal Erfolg hat, das kann ja passieren, wäre ja auch eigentlich schön, dass er Erfolg hat. Aber dann stehst du in dem Konflikt. Wie siehst du die Außenreaktion? Du musst ihm dann einen Vertrag geben für die nächste Saison. Na gut, das würde so quasi jeder mehr oder weniger fordern. Und da schrecken sie, glaube ich, zurück. Aber ich würde jetzt auch nicht so denken. Ich würde auch sagen, lass ihn doch machen. Kann er mal zeigen, was er aber kann. Aber man könnte ja mal mit den Stendel einfach mal sprechen, oder? Mal fragen, wie er das sieht. Vielleicht sagt er, okay, 5 Spiele sind genug, aber ich möchte gerne wieder zur U23 zurück. Habe ich mal gemacht, mir die Mühe, er tickt so. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn na gut, damit setzt du voraus, dass diese Gespräche noch nicht gegeben hat. Ich vermute mal, man wird schon gesprochen. Na ja gut, also ich weiß schon, wann man spricht und wann man nicht spricht. Also das kannst du mir schon zutrauen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir wäre es am liebsten, wir würden endlich mal was holen. Die Mannschaft würde auch mal deutlich zeigen, dass sie nicht nur das kann, was sie hier uns immer bietet, sondern einen Tick darüber hinaus alles geben. Nicht für den Trainer, aber für Hannover 96. Und dass wir aus der Krise ja so ein bisschen rauskommen. Wir haben ja im Grunde genommen mit ganz unten noch nichts zu tun. Das ist ja sehr wohltuend. Das empfinde ich so. Ich habe es schon mal schlimmer erlebt. Und wenn du 7 Punkte hast, aber man sollte sich nicht darauf ausruhen, sondern man muss jetzt mal langsam anfangen, was zu machen. Und es war doch sowieso klar, dass irgendwann mal sowas kommt, wie wir es jetzt gerade erleben. Das war ein großer Umbruch im Sommer. Und jetzt hast du es in der Hand, wenn du es weiterspinnst, dass du vielleicht nicht mehr 10 Spieler holst, sondern nur noch 3, die mal wirklich den Unterschied ausmachen. Und dass man dann vielleicht den Kader auch, wir haben 30 Leute, das empfinde ich auch zu groß, dass man das ein bisschen ausdünnt und dass man dann mit den neuen Spielern, ich glaube, dass das was werden kann. Also ich schmeiße das nicht weg und es geht nicht darum, aber ich sehe, der arbeitet wirklich seriös und ernsthaft, der Leite. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir mal gewinnen und dass das Thema endlich mal ad acta gelegt ist. Das hoffen wir natürlich alle. Anna, du hast ja einen Tribünenplatz mit deiner Dauerkarte. Ich empfinde gerade die Stimmung im Stadion sehr komisch. Ich meine, wir schreiben 25.400 Zuschauer. Es sind kaum 13.000 im Stadion, weil viele Dauerkartenbesitzer ja gar nicht mehr kommen. Die Stimmung ist auch so merkwürdig. Die Gästefans sind immer lauter als die eigenen Fans. Kann es sein, dass 96 nicht eher die Kabine verliert, sondern vielleicht sogar die ganze Stadt? Wie empfindest du das? Nein, das glaube ich nicht, weil ich komme da einmal darauf zurück, die Hinrunde war ja nicht so schlecht. Und da musste dran aufbauen. Und da hat der Lange recht, da musste kratzen, beißen, spucken, da musste auf dem Platz eben ein bisschen ein Schwein sein. Und das muss kommen. Gibt es noch irgendeinen Spieler, auf den du setzt? Mein Zieler ist immer noch eine Bank hinten. Zieler ist verfügbar. Wenn wir den nicht im Tor gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich schon jede Woche die Bühne, die Hütte voll gekriegt. Ja. Gibt es sonst noch irgendjemand in der Mannschaft, wo du sagst, der muss auf jeden Fall... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Börner. Okay. Gut. Da ist noch einer. Ja, Börner ist ja so ein Spieler, der tatsächlich... Da sind nicht so viele, aber ich bin ein Fan von ihm. Okay, bleiben wir mal bei ein paar Personalien, Dieter, bevor wir jetzt zu Achim kommen. Börner ist gerade angesprochen worden. Ich will auf Yannick Lührs noch mal hinaus. Der hat beim HSV zum ersten Mal Stamm gespielt. Wie siehst du ihn, ganz junger Mann hinten in der Verteidigung? Ja, war ein Anfang, aber er muss noch viel dazulernen in der zweiten Liga. Aber das ist eben, das ist auch dem geschuldet, wie wir selber ausbilden. Wir wollen das nicht mehr, dass wir Spieler haben, die gut im Tackling sind. Wir möchten Spieler haben, ich habe das hier schon mal vom früheren Trainer, da haben wir auch so einen Experten gehabt, der hatte auch gemeint, dass das Fußball so geht, ein Cheftrainer, der hatte auch so einen guten Mann aus glaube ich, Ex-Jugoslawien geholt, ich weiß gar nicht mehr den Namen, irgendwas mit E. Der sollte auch die Spieler nur erschrecken, der ist immer nur angelaufen und hat dann Hu gemacht und da haben wir gedacht, oh Gott,
Es erschrecken sich die Stürmer aber. Und wenn ich nur Heidenheim sehe, was unsere auf die Senkel gekriegt hat, und ich bin ein Freund davon, zu zeigen, wer Herr im Hause ist. Und dafür brauche ich aggressiver. Ich brauche nicht die, die immer nur anlaufen und nie einen Zweikampf machen. Sondern das ist das Wichtigste überhaupt, zu zeigen, wer hier Herr im Hause ist. Zweikämpfe, die zu gewinnen. Und wenn du Zweikämpfe gewinnst, gewinnst du auch das Spiel. Fußball ist gar nicht so schwer. Man muss es nur machen. Jeder will mir immer erzählen, das war toll und das war toll. Aber das entscheide ich ganz alleine, welchen Spieler ich toll finde und wen nicht. Und nochmal was zu Börner. Auch etwas, was ich auch sagen muss. Dieses Problem, ich bin auch ein Fan von Börner, gebe ich auch gerne zu, aber dieses Problem mit 23 Spiele, dies und das, das hätte man noch anders klären können. Da gehe ich nach dem 20. Spiel hin und sage, Junge, pass auf, wirst schon ein bisschen langsamer, geht nicht mehr so, aber ja, ein bisschen reden. So, aber das kannst du im nächsten Jahr nicht verdienen. Wir machen jetzt einen Deal, du kriegst weniger, kannst es aber verdienen, wenn du wieder Stammspieler bist im nächsten Jahr. Und dann macht man das Ding und dann spielt er und der Junge ist nicht unten durch. Das hätte ich mir gewünscht. Also es geht darum, dass der Vertrag sich verlängert, wenn er 24,5 Spiele oder sowas hat, ne? Aber es ist der einzige Spieler, den wir haben, der eine Aggressivität hat. Klar, der spielt manchmal Bälle, da denke ich auch immer, Mann, Günter Netzer ist doch ein bisschen an dir vorbeigegangen, aber von der Aggressivität her ist das ein Top-Junge und er ist ein Vorbild und er hält mir die Mannschaft zusammen. Wir haben davon nicht viel auf dem Platz. Also hofiert den Börner ein bisschen, ich mag ihn und er ist auch wichtig für die Mannschaft. Okay, also Andreas dazu. Also diese Gespräche, die man hätte schon vielleicht früher führen können, die sind jetzt geführt worden. Und sie sind jetzt dabei, Leitl hat das vorhin angedeutet, mehr oder weniger schon, vielleicht ist er ein bisschen vorgeprescht, ich habe eben nochmal mit Kind gesprochen, soweit ist es nun doch noch nicht. Aber es gibt wohl eine Lösung, dass er, also der Fall ist so, wenn er jetzt noch eine Minute spielt, verlängert sich sein Vertrag um ein Jahr und zu den Konditionen, die 96 in der nächsten Saison nicht mehr zahlen will. Also zu viel Geld, weil sie mit ihm nur noch als Backup eigentlich planen, so hinten dran. Ist ja vielleicht auch für eine vernünftige Lösung, denn so toll ist er nun wirklich nicht. Und dann finde ich das auch gut, dass man da jetzt eine Lösung scheinbar gefunden hat, dass er dann irgendwie eingesetzt werden kann und dass Börner bereit ist, den Vertrag zu modifizieren. Das muss jetzt aber auch noch unterschrieben werden. Aber offensichtlich ist es so, er kann spielen und sie haben eine Lösung für die folgende Saison auch gefunden. So, das wird dann wahrscheinlich morgen verkündet. Aber ist er nicht tatsächlich der einzige Aggressive Leader, also jemand, der auf den Stand auch spricht mit den anderen? Ja, ist so. Also das ist der Einzige, der mal richtig dazwischen haut und der auch den anderen mal Bescheid gibt. Ansonsten, Leitl redet dann immer von Besuschkow. Wenn ich da manchmal über den reden höre, den Trainer, dann denke ich, ey, von wem redet er jetzt gerade? Meint er wirklich Besuschkow, den großen Stratege und den großen Kommunikator, wie der mit den anderen Leuten spricht? Ich denke, habe ich vielleicht was nicht mitbekommen. Also das ist wirklich der Einzige mit Nielsen noch. Natürlich Nielsen auf seine Art und Weise ist auch einer, der die anderen coacht. Und das ist ja auch der Grund, dass Leitl den auch immer bringt. Das sind die beiden, Börner hinten, Nielsen vorne, die das eigentlich machen. Pech für Leitl, dass beide keine Form haben. Das ist leider ist das so. Du hast zwei Führungsspieler und beide hängen durch. Nielsen noch mehr als Börner. So, Achim, jetzt wollen wir auch mal deine Stimme hören. Wie geht's dir gerade? 20 Minuten jetzt hier, das Krisentalk. Hast du jetzt irgendwas noch als Fazit dieser 20 Minuten beizutragen hier? Oder ist es so, dass du gar keine so großen Sorgen hast? Danke für das Wort, nehme ich gerne an. Eine Sache kommt so rüber, als wenn wir so ein bisschen geteilter Verein sind. Ich sag mal, das Einzige, was mir fehlt, was ich vorschicken möchte, bevor ich so in die Tiefen der Jugendarbeit eintauche und vielleicht so ein paar Erkenntnisprozesse mit euch hier im Saal teilen möchte, möchte ich sagen, also im Verein 96, die Arbeit in der Akademie und das, was ihr gerade angesprochen habt, die Arbeit bei den Profis, personell und inhaltlich, ist total verquickt miteinander. Ich hätte jetzt mich vielleicht bei einigen Sachen nicht positioniert, welcher Spieler spielen soll, welches System gespielt werden soll, aber ich hätte schon gerne mal mit Dieter so einen kleinen Doppelpass gespielt, geguckt, wie wir so ein paar Sachen rauskitzeln, wie wir das einordnen. Und jetzt, weil du mich angesprochen hast, würde ich sagen, wir gucken ja drauf, Julian, der auch hier ist, und ich, wenn wir unsere Arbeit bewerten, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, dann gucke ich drauf, was war die letzten 2 Jahre vorher im Grundlagenbereich,
im Bereich U19, U23, wo es auch genau wie bei den Profis um Ergebnisse geht? Und was muss man hinterher, wenn man unsere Arbeit bewertet, wenn wir nicht mehr da sind? Was ist in den ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre nach uns passiert? Da muss ich sagen, einfach mal ein bisschen in die Analyse gehen. Darf ich ja, oder? Die Zeit ist locker da. Jetzt im Juniorenbereich ist es so, wenn ich uns analysiere in der Arbeit, sage ich mal, bestimmte Strukturen, in denen wir arbeiten, wo auch Daniel Stendel als Trainer eine Top-Arbeit macht, im Bereich U23, Regionalliga, dazu die U19 Bundesliga mit Dirk Lottner. Diese Strukturen der Ligen, die gibt es seit plus minus 10 bis 15 Jahren. Und ich will ja gucken, emotional wird jede Woche gesprochen. Auch hier beim Profis, bei uns, wenn du verlierst, ist einer schuld. Der Trainer hat was falsch gemacht, der Trainer hat falsch ausgewechselt. Aber ich gucke, ich bitte einfach darum, bei uns und auch bei den Profis, langfristig drauf zu gucken. Bei uns jetzt bei der U23 wäre das explizit, dass ich sage, die U23 und die U19, die beiden Mannschaften, bei denen es, sage ich mal, das wisst ihr selber, U8, 18, 19-Jährige sind fast ausgewachsen, da kannst du auch das Ergebnis bewerten. Das machen wir auch. Dieter ist immer dabei. Und ich sage mal, in den letzten 10, 15 Jahren, dass beide Mannschaften, die U19 und die U23, geendet sind auf Platz 5 und besser, die U23 spielt noch, gab es in den letzten 10 bis 15 Jahren, was denkt ihr? Gar nicht. Muss ich sagen. Die gleiche, und dann, da gucke ich drauf und sage, okay, unabhängig davon, was in der Zeitung steht, was einer erzählt, der Saarstedt ist gut oder schlecht, komplett egal. Das sind schon Sachverhalte, da gucke ich drauf, um mich auch selber zu bewerten. Und bestimmte Sachen, wenn man Erfolg organisieren will, und es wäre jetzt nicht so gut, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn bestimmte Strukturen gerade in der Jugendförderung, in der Kaderzusammenstellung bei den Mannschaften so sind, wie sie sind, dann werde ich nicht nur, weil ich Achim Saarstedt bin oder Julian Buttner vom höchste Wein im Tennis erlebt hat, wird es nicht von einer Woche auf die andere gehen, dass sich das dreht. Das Gleiche, deshalb wollte ich den Bogen knüpfen so ein bisschen zur Profimannschaft, bei der wir schon und die Trainer und Manager und wir arbeiten eng zusammen und wir kommunizieren viel. Da würde ich auch drum bitten, wenn ich drauf gucke, ich ärgere mich maßlos, dass die Spiele nicht gewonnen werden. Aber, was ich gerade gesagt habe, guckt mal bitte oder gucken Sie mal bitte bei der Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Mannschaft der letzten 2, 3 Jahre drauf, wo die Mannschaft stand. Da muss ich sagen, in der Hinrunde dieses Jahr war es fast zu gut, weil die letzten 2 Jahre war es fast immer so, dass man als Journalist oder als Zuschauer in der Öffentlichkeit damit leben musste, dass es relativ nah schon von Anfang an an Abstiegsplätzen war. Geht damit doch recht, denke ich mal. Und jetzt war es in der Hinrunde außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Und aber vielleicht haben wir da ein bisschen zu über, wir 96, ich fühle mich mittlerweile auch als 96er, das ist rauszuhören, denke ich mal. Mittlerweile ist es so, dass wir in der ersten Halbserie vielleicht ein bisschen nicht überperformt haben, sondern auch einige durchschnittliche Spiele, Dieter, du wirst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, auch einige durchschnittliche Spiele gewonnen haben. Ich hätte schon seit Stunden machen können, aber ich habe nichts gesagt. Ja genau, den Doppelpass wollte ich jetzt haben, sonst, wir sitzen ja in gemütlicher Runde, es soll ja schon ein bisschen spaßig sein. Aber nochmal die Sache zurück, die letzten 2 Jahre immer wieder ein bisschen Abstiegskampf, wir haben 7 Punkte, sagst du, wie viele Punkte noch nötig sind, weiß man nicht. Aber die andere Sache ist, es ist eine neue Mannschaft, es sind ein paar Spieler dabei, die ich auch, wie ihr sagt, gut finde. Der Nielsen spielt so ein bisschen die Rolle, wie so ein laufstarker Stürmer damals bei uns in Freiburg. Also bestimmte Sachen passen, aber die Punkte sind im Augenblick nicht da. Und da sage ich mal, die Mannschaft ist okay. Wir haben Talente, habe ich gerade gehört, von unserem großen Chef. Die haben irgendwo eine Note 1 und irgendwo eine Note 6. So pauschal würde ich das natürlich nicht sagen. Aber diesen Talenten, das sind ja keine erfahrenen Spieler, die 25 bis 30 sind. Die haben richtig Potenzial. Ein paar Jungs, die wir jetzt hochgeschickt haben, da bin ich auch stolz drauf, neben den Ergebnissen, dass Mumulu und ein paar andere, die könnten noch ein paar Einsätze mehr vertragen, dass die auch da sind. Also ich sag mal, die PS sind bei einigen da und es geht einfach darum, die PS jetzt auch bei den Profis auf die Piste zu kriegen. Und ich sage alles, was ich mitbekomme in der Kommunikation mit Cheftrainer, mit Markus Mann als Manager, sage ich das allerhöchste Kompetenz und ich verteidige das deshalb auch, weil die Spielphilosophie, die bringt nicht notwendigerweise von einer Woche auf die andere Punkte. Aber die Spielphilosophie ist schon so ein bisschen aus alten Zeiten von, ich habe mit Volker Finke zusammengearbeitet oder Ralf Rangnick, so ein bisschen dominieren, aggressiv pressen, das versuchen wir schon. Das passt gerade nicht, aber ich habe es in Hoffenheim auch erlebt, da haben wir eine Mannschaft zusammengestellt mit viel, viel mehr Geld als Markus Mann
und Leitl und die anderen Verantwortlichen hier bei der ersten Mannschaft zur Verfügung hatten, mit viel, viel Geld. Und wir haben trotzdem es nicht geschafft, innerhalb von 9 oder 12 Monaten sofort oben mitzuspielen. Auch in der zweiten Liga nicht. Wir sind mit Hoffenheim damals, bei der Mannschaft war ich dabei, die im nächsten Jahr dann Herbstmeister geworden ist. Wir haben richtig Schwierigkeiten gehabt, in der zweiten Liga zu bestehen. Und danach ging das weiter, wir haben weitergearbeitet. Und da applaudiere ich dann wieder dran, wie kriegt man das hin? Ich sage mal, das Umfeld, Verein, Öffentlichkeit, Journalisten müssen kritisch sein, das gehört dazu, denn das ist ja euer Job. Wenn ihr das nicht macht, sage ich mal, dann arbeitet ihr bei der Zeitung im nächsten Jahr nicht mehr, das sehe ich komplett ein. Aber diese Bewertung, die muss anders laufen, denke ich mal. Und wie gesagt, das nur als kurzer Einwand, ich sage mal, Resümee von mir, den Trainer arbeiten lassen, die alle, ich auch als Jugendleiter, wenn es zu lange wird, sage ich. Na, wenn das ein kurzer Einwand ist, dann möchte ich deinen langen nicht hören. Ja, du weißt doch, dass so Sportlehrer, die kann man an- und ausstellen. Gut, und Sie sehen schon, wir haben ein bisschen umgebaut jetzt. Achim ist zu meiner Linken und rechts haben wir einen neuen Gast, den ich Ihnen natürlich vorstelle. Ich habe ihn ja schon angekündigt, 51 Jahre ist der Kölner alt. Ah, ich liebe es ja, ich bin ja auch halber Kölner. Tante in Porzeil, Freundin in Nippes, also ich war auch sehr häufig schon in Köln. Und er hat es tatsächlich geschafft, 231 Mal für die Fortuna zu spielen und 163 Mal für den FC. Stieg dreimal in die Bundesliga auf, war Cheftrainer in Rostock, Saarbrücken und Cottbus. Aktuell ist der Cheftrainer der U19. Herzlich willkommen, Dirk Lottner! Müsstest das Mikrofon mal in die Hand nehmen, Dirk, weil ich beginne gleich mal mit dir und du musst mir tatsächlich erstmal zwei persönliche Fragen beantworten. Wie verzeiht es die Stadt Köln, wenn man gleichzeitig oder hintereinander für die Fortuna und für den FC spielt? In Hannover ist das ja so ein bisschen problematisch, für die Blauen und für die Roten zu spielen. Ja, aufgrund der Tatsache, dass es in Köln nur eigentlich den ersten FC Köln gibt, was die Resonanz angeht, ist es sehr unkompliziert. Ach so, man hat vergessen, dass bei der Fortuna spielt da nicht die allzu große Rolle. Es besteht auch keine große Rivalität. Genauso wie Viktoria Köln gibt es ja auch noch, die mittlerweile dritte Liga spielen. Ja. Also innerhalb von Köln ist das überhaupt kein Problem. Zwischen Fortuna und Viktoria Köln ist das schon ein größeres Problem. Schlägt denn dein Herz für einen der beiden Clubs, für die Nein. du gespielt hast? Also ich sage immer, ich bin waschechter Kölner, ich liebe Köln. Und da ist es mir egal, welche Liga-Zugehörigkeit, welche Sportart auch. Ich hatte jahrelang Dauerkarten für den KIC, bin viel zum Eishockey gegangen. Also Kölsche Jung durch und durch und Sport in Köln hat mich immer interessiert. Okay, wie ist das mit der Mundart? Ihr habt ja eine sehr spezielle Mundart in Köln auch, die ihr sehr pflegt. Wie ist das hier? Redst du auch manchmal Kölsch? Ja, das war mit dem Grund, warum ich auch hier gelandet bin. Meine Frau hat gesagt, ich soll endlich mal richtiges Deutsch lernen. Ja, sprecht ja hier das reinste Deutsch, habe ich gehört. Und dementsprechend fühle ich mich auch hier wohl und mache jetzt meine ersten Erfahrungen, versuche Hochdeutsch zu lernen. Letzte persönliche Frage, hast du jemals in deinem Leben Altbier getrunken? Nein, also so weit kommst du noch nicht. Ne? Gut, Sie wissen ja, meine Damen und Herren, in Köln trinkt man Kölsch, in Düsseldorf trinkt man Alt und die Kölner. Es gibt ja teilweise auch Straßen, da gibt es gar keine Hinweise auf die jeweils andere Stadt, habe ich gehört. Also es gibt Straßen, die führen von Köln weg und da ist kein Hinweis, dass es da nach Düsseldorf geht. Ein paar Fragen auch an Achim Sarstedt. Nochmal, Achim, du bist Mittelfeldspieler in Stehling gewesen, war jetzt nicht vorgestern, sondern ist tatsächlich schon 40 Jahre her. Was warst du denn? Warst du so ein Aggressive Leader, wie Dieter es gefordert hat von einigen hier bei 96? Also bist du so jemand gewesen, der reingegangen bist oder kamst du eher von der Technik? Ja, eher läuferisch Technik. Also Fouls habe ich in meinem ganzen Fußballerleben kaum gemacht, muss ich sagen. Volker Fink hat immer gesagt, also ohne Zweikämpfe kannst du nicht Fußball spielen. Und mit den Defiziten im Zweikampfverhalten musste ich dann wahrscheinlich irgendwann den Trainerschein machen und mit Volker durch die Welt ziehen. Du hast 16 Jahre mit Volker Finke ausgehalten, durchgehalten, keine Ahnung. Wie war eure Beziehung am Anfang dieser 16 Jahre in Freiburg oder sogar der Jahre in Havels? Und wart ihr hinterher nach diesen 20 Jahren gemeinsamen Jahren wie ein altes Ehepaar? Habe ich irgendwo im Fernsehen auch gesehen. Nee, nee. Also 20 Jahre ist geschmeichelt, denn wie gesagt, wir sind ja ein paar Jahre auseinander. Und du bist 63, erst 75. Bitte? Du bist 63, erst 75 oder wie alt bist du? Genau, genau. Ja. Ne? Ein paar Jahre. Also seine Fußballkarriere ging zu Ende, als wir angefangen haben. Und der war mit sich selber immer sehr kritisch. Wir junge Spieler, denn er wollte ja jedes Jahr aufsteigen. Hat er auch, glaube ich, in 7 Jahren 5-mal geschafft mit dem TSV Stehling. Wir wollten ja eigentlich nicht zum TSV Havelse gehen. Darf ich mal so vertraulich berichten, sondern eigentlich wollten wir den TSV Havelse ablösen als Nummer 1. Mit Stehlingen? Mit Stehlingen, ja. Okay.
Also das ist tatsächlich vom Bezirk in die Verbandsliga, muss man mal sagen. Das war die höchste Liga, die Spiele jemals erreicht. Ja, war es nicht, aber naja, wir waren schon richtig gut. Na. Okay. Spaß beiseite. Also wir waren, ich habe schon als kleiner Junge, so mit 11, 12 Jahren, Kreisauswahlspieler, Tischtennis gespielt und eben Fußball unter ihm gespielt. Also er war eigentlich immer so ein bisschen mein Mentor im sportlichen Bereich. Und nachdem das in den Stählingen weiterging, ich habe Lehramt studiert, Biologie und Sport. Und dann kam das Angebot, irgendwann nach dem TSV Havelse in den Süden zu gehen, zum SC Freiburg. Und da haben wir es glücklicherweise geschafft, uns zu positionieren, Erfolg zu haben. Und Dieter hatte recht, es geht alles nur über Erfolg. Und hier sitzt ein Spieler am Tisch, der hätte beinahe dafür gesorgt, dass das mit dem SC Freiburg nicht so weitergegangen wäre. Denn so Saison 92-93, da mussten wir kurz vor Schluss gegen Fortuna Köln spielen. Stefan Behne ging bei uns im Tor, denn wir haben uns gut vorbereitet. Wir wussten, so aus 30, 35 Metern, da kommen wir richtige Atombomben. Die schlagen wir uns irgendwann ein. Einen hast du auch gemacht, Dirk, ne, aber wir haben es irgendwie über die Bühne gebracht und sind dann im Jahr 93 aufgestiegen. Aber wie gesagt, da habe ich negative Erfahrungen mit unserem aktuellen U19-Trainer gemacht. Aber wir haben es überlebt. Man muss ja auch mal sagen, Dieter Schatzschner hat auch mal für Fortuna Köln gespielt. Vergisst man ja oftmals, ne? Ja, aber das war auch, glaube ich, für Fortuna eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir waren ja immerhin im Pokalfinale mit der Fortuna. Gegen den FC damals? Gegen den FC. Da kann Lotti natürlich nur von träumen, der 20 Jahre da gespielt hat. Aber das haben wir da, ein paar Monaten haben wir das locker geschafft. Fortuna, soll aber auch ganz gut für deine Brieftasche gewesen sein. Es gab ja damals noch Sean Löhring, den Mäzen. Ja, den gab es. Das war wirklich ein fantastischer Mensch. Und ich glaube, das war das erste richtige Geld, was ich verdient habe. Och. Doch, bei 96 gibt es ja immer nur, damals war es nur Erdnüsse und dies alles. Ja, es war, ist wirklich wahr. Aber das, als Fortuna angefangen hat, da bin ich zum ersten Mal wach geworden, habe ich auch gesagt, ach guck mal, gibt es schon ganz andere Summen, das gefällt mir. So, und das habe ich dann natürlich immer weiter gesponnen in den Jahren, das war so. Aber jetzt weiß ich auch, warum meine Verträge so klein dotiert waren. Ja, die hat das Folgezeit. Geld alles aufgegeben. Wenn vorher nichts mehr da war, ist klar. Der Lange hat alles schon bekommen. Das Geld war weg, ja. Ja. Achim, du hast die UEFA-Pro-Lizenz, damit kann man eigentlich auch Nationaltrainer von Albanien sein. Hat es sich nie gereizt, mal Cheftrainer eines Bundesligisten zu werden? Man hat eben seine persönlichen Grenzen, Spaß beiseite. Hätte man machen können, da muss immer der richtige Zeitpunkt auch entsprechend getroffen werden. Du musst reinrutschen, normalerweise rutschst du in dem Job als Cheftrainer nur rein, wenn du irgendwo in einer Mannschaft Co-Trainer warst und dann sozusagen nicht mit dem Cheftrainer so eng bist. Du wirst normalerweise in der Position als Co-Trainer, meinetwegen bei Hannover, bei Freiburg, egal, nicht verpflichtet vom anderen Verein sofort als Cheftrainer. Die andere Sache, Cheftrainer, weil ich ja gerade vom Jugendbereich spreche, Cheftrainer ist ja auch, und das sind qualifizierte Trainer, Dirk bei uns, Daniel bei uns, im Juniorenbereich. Und das ist eben schon ein paar Jahre her. Damals gab es noch die Bundesliga-Reserverunde. Ich weiß nicht, Dirk, ob du das mitgespielt hast. Ja, das war knapp vor deiner Zeit. Da war ich 5 Jahre parallel zu der Co-Trainerstelle in Freiburg auch betreut mit der Cheftrainerfunktion. Und wie gesagt, ich hätte es mir gut vorstellen können. Es wäre auch fast dazu gekommen, nachdem 2007 Volker Finke dann in Freiburg aufgehört hat. Aber ich war ihm zu nah und ich habe mich zu sehr auch mit dem Erfolg der Mannschaft identifiziert, als dass ich dann sozusagen seine Nachfolge hätte antreten können. Ich sehe das auch hier. Die Position Co-Trainer, Cheftrainer sind praktisch, jetzt, ich will nicht von Ehepaar reden, aber mindestens also inhaltlich so aneinander gebunden, dass man, sage ich mal, die Verantwortung auch mittragen muss. Ich kann mich ganz, ganz schlecht mit Co-Trainern identifizieren, die eine Woche wollen auf der Bank sitzen, mit Verschulden, dass du 5 Spiele verlierst und in der nächsten Woche sitzen sie auf dem Platz, auf der Bank und müssen dann verantworten, dass der andere Trainer rausgeschmissen worden ist. Da habe ich ein bisschen meine Probleme mit. Okay. Das war ja auch das Thema bei Rangnick und Slomka, als Rangnick in Schalke aufgehört hat und Slomka dann auf einmal Cheftrainer wurde. Und da war ja auch die persönliche Beziehung zwischen den Bayern beiden dann erstmal im Eimer. Das hat ein bisschen gedauert, bis sie wieder miteinander geredet haben. Sozusagen, ja. Dirk, und du warst auch bei drei Vereinen schon Cheftrainer: Saarbrücken, Cottbus, Rostock. Jetzt Cheftrainer einer U19. Da würden viele sagen, das ist ein Abstieg. Wie empfindest du es? Nein, im Gegenteil, weil die Nachwuchsarbeit immer auch zu meiner Vita gehört. Ich habe ja, nachdem ich beim
MSV Duisburg damals 2006 aufgehört habe mit der aktiven Laufbahn, bin ich zum 1. FC Köln zurückgekehrt, war dort im ersten Jahr Co-Trainer der U23, war das damals noch, und bin im zweiten Jahr Cheftrainer der U17 Bundesligamannschaft geworden. Das habe ich 2,5 Jahre gemacht, habe dann auch die U21 irgendwann übernommen, dementsprechend Nachwuchs war für mich immer Thema. Und ich habe sogar eine eigene Fußballschule gegründet in der Zeit. Also von daher, mit Kindern zu arbeiten, hat mir immer viel Spaß gemacht, auch viel bedeutet, weil ich immer gesagt habe, in einer Millionenstadt wie Köln kann es nicht sein, dass wir nicht noch mehr Talente irgendwie großziehen können. Und das war immer so mein Hauptbeweggrund, warum ich auch eine eigene Fußballschule gegründet habe, die ich dann irgendwann natürlich leider aufgeben musste, weil ich dann halt 3,5 Jahre unter Brücken war. Und am Ende des Tages habe ich immer damit geworben, auch selber auf dem Trainingsplatz zu stehen, jede Trainingseinheit mit den Jungs selber durchzuführen. Und wenn du 3,5 Jahre Saarbrücken hast, kannst du das nicht mehr gewährleisten. Und dementsprechend mussten wir sie dann leider Gottes auch dran geben. Saarbrücken klopft gerade wieder an das Tor zur zweiten Liga. Im Moment auf Platz 4, glaube ich, oder also ganz oben mit dabei. So, dann sind wir mittendrin im Thema. Darf ich noch mal eine Frage zu Saarbrücken stellen? Du warst so Tabellenführer und da hat dich der Markus Mann entlassen. Und dann hat er dich hier nach Hannover geholt. Wie passt das denn so richtig zusammen? Das ist doch ganz einfach. So schlecht war es nicht scheinbar. Ja, wir standen auch im Viertelfinale im DFB-Pokal. Wir hatten 4 Wochen vorher den 1. FC Köln, meine große Liebe, ausgeschaltet im DFB-Pokal. Dementsprechend klar, Tabellenführer dann in der Regionalliga gewesen. Ich sag mal so, war überraschend für mich. Okay, alles klar. Also, wir sind im Thema drin. Bitte kurze Antworten, weil ich habe ganz viele Fragen auch aus dem Publikum tatsächlich bekommen. Dirk, fangen wir mal mit dir an. Wie lange brauchen Kinder nur den Papa als Übungsleiter und ab wann brauchen sie wirklich einen gut ausgebildeten Jugendtrainer? Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, das an einem Alter festzumachen. Fakt ist natürlich schon, dass man gerade in den kleinen Vereinen heute darauf angewiesen ist, dass auch Elternteile oder Menschen mit Liebe zum Fußball halt Kinder trainieren, gerade in den ersten Jahren, in den ersten 2, 3, 4 Jahren. Und wenn gewisses Talent vorhanden ist, dann ist klar, dann muss auch irgendwann auch ein Trainer her, der einen gewissen Abstand auch zu dem Jungen hat und vielleicht nicht alles durch die rosa-rote Brille sieht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es erstmal gut, dass überhaupt genug Leute ehrenamtlich dafür da sind, auch in der heutigen Zeit noch die Zeit zu finden, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Und wann der Absprung geschafft wird, glaube ich, hängt auch immer wieder ein Stück weit von dem Talent des Kindes ab. Okay. Ihr schaltet euch bitte ein, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Achim, das System in Deutschland mit Stützpunkten und Akademien, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, wird abwechselnd als rückständig und fortschrittlich gesehen. Wie siehst du es? In der Talentidentifikation, also erkennen, wo Talente sind, die ersten Schritte im Alter von 7 bis 12 Jahren zu machen, gibt es aus meiner Sicht, glaube ich, kein besseres System als das in Deutschland. Das geht los mit der E-Jugend oder U10, U11, dann werden die Kreisauswahlen gebildet. Aus der Kreisauswahl werden dann die Stützpunkte gebildet. Und ich muss sagen, jetzt bin ich NLZ-Leiter in Hannover, aber im Altersbereich 9 bis 13 profitieren alle Nachwuchsleistungszentrum brutal und sehr stark davon, dass es diese Strukturen gibt. Denn in den ersten Jahren werden praktisch diese Talente, die besten Talente, dann auch abgegriffen, in Anführungsstrichen, von uns, von den Leistungszentren. Also jeder Spieler ist dann mehrmals gesichtet worden. Danach, im Alter von 14 bis 16, noch, wenn du dann im kleinen Verein bist und noch nicht in den Fokus gerückt bist, Stützpunkt, oder Fokus gerückt bist, NLZ-Mannschaft, dann wird es schwer, über den zweiten Weg noch drauf zu springen. Obwohl die Erfahrung zeigt, dass mindestens 40% der Spieler, die hinterher ganz oben ankommen, im Alter bis zu 14 noch gar nicht in der ersten Reihe stehen. Okay, aber diese Beispiele Hendrik Weidern und Miro Klose damals, der ja auch nicht entdeckt worden ist, Dirk, sind ja mittlerweile eine absolute Seltenheit. Ab wann sollte ein Kind in ein Nachwuchsleistungszentrum gehen? Immer dann, wenn es gut genug ist. Und die Vereine sind heutzutage so breit aufgestellt, dass sie eigentlich alle Jugendspieler im Umkreis und auch deutschlandweit dann natürlich alle Vereine, diese Vereine und Spieler dann auch im Blickpunkt haben. Wie Achim es gerade gesagt hat, irgendwann kommen sie dann in die NLZs rein, aber sie werden definitiv auch vorher auf Turnieren und alles, was es da so gibt, gesichtet. Und wenn du gut bist, dann bist du eingeladen, entweder zu einem Probetraining oder gar sofort verpflichtet. Also da brauchst du eigentlich als Kind heute nicht mehr viel zu machen. Wenn du gut genug bist, wirst du schon irgendwann in einem NLZ landen. Ich habe ein Beispiel in England gefunden beim Recherchieren. Da hat ein 7-Jähriger einen Vorvertrag bekommen bei einem Premier League-Club. Ich sage jetzt nicht welchem. Da habe ich mich gefragt, sag mal, ab wann kann man eigentlich ermessen, ob ein Kind so talentiert und durchsetzungsfähig ist, dass daraus ein Profispieler wird, doch noch nicht mit 7, oder?
Ja, mit 7 schon mal gar nicht, ne? Aber selbst mit 16 ist es nicht gewährleistet, 17, 18, ob derjenige auch irgendwann ein gestandener Bundesligaspieler wird. Also ich denke, dass es teilweise schon ein bisschen pervers ist, so ehrlich muss man es schon sagen, in den jungen Jahren Spieler schon an Vereine zu binden und vielleicht Verträge zu geben, wo du noch gar nicht vorausschauen kannst, was mit dem Burschen wird. Und da, glaube ich, sind wir auch alle gefordert, auch in den großen Vereinen gefordert, dem Ganzen irgendwann auch mal Grenzen aufzuzeigen, weil so kann es dann auch nicht weitergehen. Ich denke, da spreche ich für viele, viele Vereine, die vielleicht auch weniger Mittel zur Verfügung haben. Ja. Achim, es gibt Spätentwickler und Frühstarter. Wie wird man beiden Gruppen gerecht? Ja, kann man mit der normalen Struktur im Leistungssport, in den Wettkämpfen geht das eigentlich gar nicht. Normalerweise müsste man bestimmte Strukturen komplett ändern, damit man Talente nicht verliert. Also im Altersbereich zwischen 13 und 17, also Hochphase der Pubertät, ist es in der Regel so, dass die Jungs kommen in die Pubertät, dann machen sie einen Schub, dann kommt Kraft, die Muskulatur ist da. Und es gibt zum Beispiel 14-Jährige, die in der C-Jugend spielen. Da gibt es welche, die sind körperlich 11. Und es gibt 14-Jährige, die sind körperlich 17. Also diese Schere, das ist medizinisch nachgewiesen, die Schere geht bis zu 6 Jahren auseinander. Und dann erzähl mir mal einer, wie ein 11-Jähriger im Wettkampf Fußball gegen 17-Jährigen bestehen kann. Also da sind noch Strukturänderungen nötig, um die Talentausbildung denn zu optimieren. Du hast gesagt, man müsse in der Jugendarbeit eine entwicklungsphysiologische Homogenität hinbekommen. Was meinst du damit? Entwicklungsphysiologische Homogenität heißt, dass man nicht guckt, wann hat der Geburtstag, 1. Juni, keine Ahnung, 93, sondern du guckst drauf. Da muss man Ärzte mit ins Boot nehmen oder erfahrene Trainer. Man sieht das ja. Man sieht, wie ist das Muskelrelief, hört sich blöder an, des Spielers, wie weit ist er körperlich. Und dass du denn Wettkämpfe organisierst und zusammenstellst mit Mannschaften, die körperlich den gleichen Status haben. Das ist denn egal, ob der 13 oder 17 ist. Es gibt denn den Spieler bei St. Pauli vorher, der jetzt in Dortmund spielt, Moukoko. Der ist sehr gut, klar. Aber mit 13 war er der Größte und der Stärkste. Der muss dann, sage ich mal, mit 13, 14 auch schon mit 16, 17-Jährigen spielen, wenn er einen 16, 17-Jährigen Körper hat. Und diese Strukturen erkennen, das kostet natürlich Geld. Normalerweise muss man es machen, weil in Afrika immer bestimmte Spieler gar nicht identifiziert werden können mit ihrem Personalausweis. Weil ich habe unsere schwarzafrikanischen Spieler in Freiburg mal gefragt, wir haben ein Länderspiel geguckt, U21 Ghana gegen Mali. Und da hat der eine Spieler gesagt, du pass auf, die drei sind Brüder. Dann sage ich, die sind Brüder, die sind ja alle eine Woche nacheinander geboren. Dann sagt er, ja, okay, aber die gehen nicht jedes Jahr in die große Stadt, sondern wenn die 2, 3 Kinder zusammen haben, dann gehen sie mal zum Anmelden in die Stadt. So läuft das da. Okay. Spaß beiseite. Spaß, das war jetzt ein kleiner Einschub zum Lächeln, aber es hat ja einen ernsten Hintergrund. In Afrika bei den U17, U19, U21 Meisterschaften wird das mittlerweile so gemacht, dass die Mannschaften nicht eingeteilt werden nach Geburtsdatum, sondern die müssen entsprechend MRT-Untersuchung, Handwurzelknochen und dann entscheiden die Ärzte darüber, der ist biologisch 12, der ist biologisch 15. Aha. Und wie gesagt, ein Spieler von uns aus unserer Akademie, der war eingeladen auch für eine afrikanische Nationalmannschaft und der ist dann auch durchs Raster gefallen, weil er schon ein halbes Jahr medizinisch-biologisch zu alt war. Also das würde jetzt zu weit führen, aber ich denke, ich habe die Problematik so ein bisschen angerissen. Dirk, ich habe ein denkwürdiges Spiel hier erlebt im Stadion. Es mag so 6, 7, 8 Jahre her sein. Das A-Jugendfinale 96 gegen Hoffenheim. Damals Daniel Stende, Cheftrainer der A-Jugend von 96. Der A-Jugend-Cheftrainer von Hoffenheim hieß Julian Nagelsmann. 96 hat 0-5 verloren vor 20.000 Zuschauern. Und ich im VIP-Bereich waren 8 Bundesliga-Trainer und 35 Scouts, sage ich mal. Und ich habe mir eingeschnappt und gesagt, ein Holländer, weiß ich noch. Ich habe gesagt, sagen Sie mal, da sind jetzt die 40 besten deutschen A-Jugendspieler. Wie viele von denen werden wir in der Bundesliga wiedersehen? Und da sagt er, wenn es gut läuft, einen pro Mannschaft. Und ich habe mich gefragt, was passiert mit den 38 anderen, die auch alle Profifußballer werden wollten und dann gnadenlos aussortiert werden und vielleicht maximal in der zweiten, dritten Liga landen? Einwand. Kurz bevor Dirk was sagt, also das ist so mit, nicht mein Steckenpferd, aber das ist so Forschungsgebiet von mir. Denn da liegen die Scouts auch nicht immer richtig. Im Juniorenbereich, D-Jugend, E-Jugend, C-Jugend, da kommen ganz wenige durch. Einer von 100 und 2 von 40 ist jetzt nicht viel.
Aber ich habe selber dann auch in Freiburg das miterlebt, in Hoffenheim miterlebt, in Wolfsburg war ich NLZ-Leiter. Da sind wir 4-mal hintereinander Nordmeister geworden und 2-mal Deutscher Meister. Von den Kadern sind mehr als 2 von 40 mittlerweile in den ersten 3 Ligen. Also das muss man, da muss man differenzieren. Das sehen denn auch die Herren Scouts nicht immer richtig. Okay, Dirk, trotzdem nochmal die Frage, da gibt es ja ganz viele Gescheiterte, die man ja auch irgendwie auffangen muss, ne? Denen man sagen muss, du bist ein super Fußballer, reicht aber nicht für oben. Gibt es da denn genug Strukturen, um diese Leute aufzufangen? Ja, erstmal haben wir genug Ligen, wo heutzutage auch ein bisschen Geld verdient wird. Also ich denke, ein bisschen Geld verdienen mit dem Fußball ist für jeden, der ein NLZ besucht hat und eine gewisse Qualität hat, auch möglich, wenn man nicht Erstliga-Profi wird. Hinzu kommt, und das hat sich deutlich geändert als vor 15, 20 Jahren noch, dass heute auch extrem großen Wert auf die schulische Ausbildung gelegt wird und die Kooperation mit Schulen hat stattfindet. Wir haben heute wieder einen Fall gehabt, da war ein Spieler von mir heute Morgen nicht in der Schule, dann trainiert er auch abends nicht. Okay. Wenn er meint, er kann morgens liegen bleiben, weil er einen blauen Zeh hat, dann trainiert er abends nicht. Ne? Und diese Vernetzung, die muss einfach stattfinden, dieser Austausch muss stattfinden. Ja? Und dementsprechend achten wir als Trainer auch darauf und sind dazu verpflichtet, dass die Jungs einen vernünftigen Schulabschluss haben. Was die danach da machen, also ich habe eine U19 mit 18, 19 Jahren, das steht dann auch nicht mehr in meinem Ermessen, denen die Wege aufzuzeigen. Ja, da gibt es also eine Meldegeschichte, dann die Schule ruft dich an und sagt, der Spieler XY war heute nicht da, oder wie erfährst du das? Ja, ja, ich erfahre das dann schon über unseren Internatsleiter, ja. Weil der halt ein Junge ist, der auch im Internat wohnt. Dementsprechend sind die Wege kurz, also er muss nur mal kurzes Büro hochgehen. Wie ist das schulisch überhaupt bei euch? Ihr habt ja Partnerschulen, ne? In Hemming, die KGS Hemming ist, glaube ich, eine. Ne? Und da gehen die dann hin, machen Abitur, also Per Mertesacker hat da Abitur gemacht, Sebastian Kehl. Und das ist jetzt auch so ein Modell? Also es sind nicht alle Schüler auf dieser Schule, aber viele von uns. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Austausch halt gut ist, dass man auch ja, mitbekommt, wenn die Noten mal nicht so gut sind, dass wir als Verein da auch ein Stück weit hinterher sein können. Aber das Allerwichtigste ist, dass dadurch auch gewährleistet wird, dass die Jungs dienstags und donnerstags morgens in den Vormittagsstunden halt zusätzliche Trainingseinheiten haben können. Und das ist halt extrem wichtig, dass es nicht bei 4 Trainingseinheiten in der Woche bleibt plus Spiel, sondern dass sie schon nochmal 1 bis 2 individuellere Trainingseinheiten unter der Woche bekommen. Sache noch von uns, das ist mir wichtig, die Prioritätensetzung bei dem, was wir gerade angesprochen haben, was du angesprochen hast, auch die Fragestellung ist genau richtig, was passiert mit denen, die es nicht schaffen als Fußballer. Und deshalb, bei uns ist es so, auch wir wollen Bundesligaspieler ausbilden, wir wollen Spieler für die eigene Profimannschaft ausbilden, am besten für die erste, zweite Liga. Aber eben, wie du gesagt hast, nicht 2 von 40 in der U19, aber über die Strecke von der U13 bis zur U23 schaffen es eben ganz viele nicht. Und die Prioritätensetzung ist schon so, das vermitteln wir auch den Spielern, dass die Schule oder möglicherweise eine Berufsausbildung denn schon vom Stellenwert die Nummer eins ist. Nummer eins ist. Wie gesagt, man nennt das duale Ausbildung. Und da werden auch mittlerweile die Leistungszentren alle 3-4 Jahre vom DFB zertifiziert. Und wir haben das auch gerade vor 3 Monaten gesagt. Und ich sage mal ganz ohne zu viel Selbstkritik da reinzustreuen. Die haben die Bedingungen gesehen zum Trainieren bei uns für Fußball. Die haben auch die Bedingungen für uns zusammen angeschaut in der KGS Hemming mit den Lehrern, mit der Schulleitung und so weiter. Und da sagen die, okay, da sind wir in Deutschland, deutschlandweit bei allen NLZs, erste, zweite, dritte Liga, unter den 5 Besten. Und das ist, denke ich mal, eine hohe Auszeichnung und dem müssen wir versuchen, weiter gerecht zu werden. Ich habe noch. Sie können immer gerne applaudieren oder gerne auch mit dabei zutragen. Ja. Kurz dazu, das ist auch ein Thema, das ich mit Per Mertesacker öfter mal besprochen habe, der ja Leiter der Nachwuchsakademie bei Arsenal London ist. Da haben in mehreren Interviews ihn gefragt, ja, wie viele Leute schaffen es denn da am Ende dann bei euch? Dann sagt er 1%. Also für uns ist das größte Thema auch, was ihr beide jetzt gerade so erzählt habt, den Leuten den Zahn zu ziehen, dass sie denken, wir wären auf jeden Fall Profis, sondern sie vorzubereiten für das Leben danach und vorzubereiten dafür, dass sie wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass sie scheitern, als dass sie wirklich in der ersten englischen Liga landen. Also das scheint wirklich ein großes Thema zu sein, weil wahrscheinlich ist es ja auch, denke ich jetzt für mich mal so, dass die Eltern da unglaublich viel Hoffnung reinsetzen in ihre Kinder. Das ist das große Geld, da sitzen die Millionen, die man vielleicht verdienen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine Problematik, wie man dann mit den Eltern umgeht, oder nicht?
Hast du total recht. Das ist genau das Problem. Und genau die, so muss man mit der Situation umgehen. Alle, wie wir hier sitzen, wir sind ja alle Fußballer, ich auch. Und einige haben es geschafft, aber ich war als Stürmer der nicht so gut wie Dieter. Einige haben es eben geschafft, die haben die Qualität, aber das zeigt sich erst mit 17, 18, 19, 20, 21. Und denen gucken wir natürlich gerne zu und drücken die Daumen, dass die Besten mal 96 spielen. Aber wir, man ist ja nicht gescheitert im Endeffekt. Wenn du gerade die Persönlichkeitsentwicklung spielt ja auch eine große Rolle. Und wenn du lernst, in der Mannschaft dich zu positionieren, du musst in der Gruppe, du musst dich einbringen in die Gruppe. Du entwickelst dich persönlich als Mensch weiter. Und ich sage mal, gibt es auch Untersuchungen, weil einige gesagt haben, ach, Fußballer, dumm, Abitur und so weiter. Die Quote an Abiturienten, die dann, wie gesagt, mit Abitur die Schule abschließen, ist höher als im Schnitt der Bevölkerung. Das war für mich auch eine überraschende Analyse. Na gut, sehr diszipliniert halt. Wir kommen zum Thema Geld und Kinder. Leider ein großes Thema. Ich habe ein paar furchtbare Beispiele gefunden. Dirk, ab 13 Jahren sind sogenannte Schubladenverträge mit den Eltern möglich. Sie sichern dem Kind einen Platz als Vertragsspieler zu, sobald sie 15 Jahre alt sind. Sinnvoll oder zu früh? Ja, definitiv zu früh. Also du versaust das Kind ja auch. Aber das ist das, was ich eben schon mal angerissen habe. Ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen dem Ganzen mal eine Bremse reinziehen. Also ich kann es natürlich ein Stück weit immer nur mit meiner persönlichen Erfahrung wiedergeben und den Jungs vor allen Dingen wiedergeben. Und da war es so, natürlich noch zu einer anderen Zeit, wir haben noch Fußball auf der Straße spielen können, das geht heute leider nicht mehr, A, weil die Kinder einfach nicht mehr so viel auf der Straße sind, aber B, auch, weil es auch nicht mehr zugelassen sind und du gar nicht mehr die Möglichkeiten hast, irgendwo gezielt Fußball spielen zu gehen, weil es gesperrt ist oder es nicht erlaubt ist. Ja, diese Möglichkeit haben wir. Wir konnten noch Fußball spielen, weil es unser Hobby war. Und das habe ich eigentlich meine ganze Jugend gemacht. Also ich habe in der B2 gespielt. Damals war es auch schon leistungsmäßig, aber ich habe trotzdem 2 Jahre B2 gespielt, weil ich für die B1 nicht gut genug war. Dann bin ich irgendwann, habe ich den Wachstumsschub bekommen und dann bin ich in die U19 reingegangen. Und dann habe ich Kreisliga A gespielt, nachdem ich im Seniorenfußball gelandet bin. Ich habe 3 Spiele Kreisliga A gespielt und irgendwie hat es der Zufall gewollt, dass in der ersten Mannschaft viele kranke Verletzte waren bei Fortuna Köln damals. Und ich wurde hochgezogen auf die Bank, wie es dann weitergeht. Klar, dann verletzen dich nochmal 2 innerhalb des Spiels. Du musst eine Halbzeit spielen und machst das ganz gut. Und schon bist du auf einmal im Fokus. Aber ich glaube, wenn diese Situation damals nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht niemals Fußballprofi geworden. Also es hängt nicht immer nur davon ab, wie, was du mit 12, 13 Jahren vielleicht auf dem Konto hast oder was die Eltern vielleicht noch zugeschustert bekommen, sondern das Allerwichtigste ist, dass die Kinder sich frei entwickeln können. Und dafür sind wir alle mitverantwortlich, dem Ganzen immer wieder mal einen Riegel vorzuschieben. Und wenn die mit 3 Beratern in die Geschäftsstelle einlaufen, denen auch immer wieder klarzumachen, dass es immer nur um diesen Fußballer geht, immer nur noch ein Kind geht und dieser auch immer ein Mensch ist. Er bleibt ein Mensch und so sollte man mit diesen Leuten auch umgehen. Dicker Applaus dafür. Ich habe mal zwei krasse Beispiele gefunden, die ich Ihnen kurz zusammen vortragen will. Besonders Italien lockt minderjährige Fußballer aus Afrika, die dann versteckt leben und trainieren müssen, bis sie alt genug für Verträge sind. Neuesten Zahlen zufolge sollen es derzeit 3.350 Kinder sein. Beispiel Brasilien. Dort werden mit dem Handel von Kindern und Jugendlichen als Fußballer pro Jahr 110 Millionen Euro verdient. Doppelt so viel wie mit dem Kaffeehandel. Superstar Roberto Carlos hat 120 Talente aus armen Verhältnissen unter Vertrag. Carlos hält sämtliche Rechte an diesen Kindern. Er sagt wörtlich, zuerst sehen wir, dann ernten wir und schließlich verkaufen wir diese Produkte auf dem Markt, direkt auf dem Tisch des Verbrauchers. Unser Hauptabsatzmarkt ist Europa. Die Kinder werden in sogenannten Aufzuchtprogrammen gefördert. Es gibt mehr als 50 solcher Fußballschulen in Brasilien. Sportjournalist Dalmo Pessoa sagt, das Königreich, also der europäische Fußball, zwingt uns, einen Rohstoff von höchster Qualität zu liefern. Mir ist schlecht geworden, als ich das gelesen habe, meine Damen und Herren. Achim. Das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist total kritisch zu sehen. Wie gesagt, man muss es aber differenziert berücksichtigen, weil wir haben so eine Analyse mal gesehen aus Brasilien. Diese Ex-Profis, die Geld verdienen wollen, die holen die Spieler dann nicht mit 11, 12, 13, 14, wo noch der Wachstumsschub bevorsteht, sondern wie Dirk gerade gesagt hat, die gucken denn und da spielen unheimlich viele Fußball. Am Strand wird Fußball gespielt, in den Hinterhöfen wird Fußball gespielt. Wir hatten oder in Argentinien genau das Gleiche. Buenos Aires, Rodolfo Cardoso, Ex-Spieler von Freiburg damals, HSV, der jetzt beim HSV als Techniktrainer ist, hat mir das mal erzählt. Aber ich weiß das von
Kollegen, die in Brasilien auch als Trainer arbeiten. Einen Spieler hatten wir auch aus Brasilien wieder in Freiburg, der jetzt seinen Master da macht. Der hat mir gesagt, das läuft so. Bis 15, 16 wird geguckt, wo sind in diesen privat organisierten Spielen, wo sind die besten Spieler? Dann gucken Scouts oder dieser Roberto Carlos oder andere, Namen möchte ich gar nicht weder dementieren noch bestätigen, weil ich weiß es nicht. Die werden dann geholt und die Talente-Scouts aus Europa gucken da schon drauf. Also diese Strukturen, die du gerade vorgelesen hast, sind sehr kritisch zu sehen, denke ich. Aber teilweise sind sie leider der Wahrheit entsprechend. Kommen wir zur Akademie. Mich interessiert natürlich, wie viele Fußballer leben bei euch? Woher kommen sie und wer kann es dorthin schaffen? Ja, leben bei uns vor Ort nur 16. Mhm. Die anderen sind aufgeteilt, die wohnen im großen Umfeld Hannover. Bei Gastfamilien sozusagen? Wir haben auch keine Gastfamilien in Hannover. Bei uns in der Akademie sind nur 16. Wir waren gestern zum Spiel in Wolfsburg. Und Wolfsburg hat natürlich nicht den Vorteil wie Hannover. Ich jetzt sage immer, in Hannover haben wir ein Riesenumfeld, 1,5 Millionen Einwohner. Wenn jetzt Dortmund 5 Spieler wegholt, ist das nicht schön. Wenn Wolfsburg 3 Spieler wegholt, ist das nicht schön. Aber ich sehe mich so, das habe ich auch Herrn Kind entsprechend so dargestellt und entsprechend artikuliert. Ich sehe, das ist eigentlich für mich nicht das große Problem. In Hannover gibt es so viele Talente im großen Umfeld. Bis Bielefeld können wir, bis Wolfsburg, nach oben, bis Lüneburg, überall. Und wenn jetzt ein paar Spieler meinen, sie müssen für 3 Euro mehr woanders spielen, kann das kein Argument sein, ja, die positive Talentförderung und die Talententwicklung einzustellen, sondern ich sehe uns so aufgestellt hier mit den vielen Talenten, dass der Talentepool Hannover groß genug ist. Okay. Dirk, Ablenkung, Heimweh, Wille oder Druck, was sind die größten Hürden auf dem Weg vom Jugendlichen zum Profifußballer? Was erlebst du in der täglichen Arbeit? Viele verschiedene Faktoren. Also da kann natürlich auch die schulischen Noten können da eine Rolle spielen. Es kann Druck von zu Hause. Die erste Freundin? Die erste Freundin, das wage ich aber heute mal zu bezweifeln, weil die Jungs da wirklich straight schon sind. Die haben vielleicht ihre Freundin, aber wenn es hart auf hart käme, würden die Freundin eher abschießen, als mit Fußball aufzuhören. Also das glaube ich schon. Die wissen schon ganz genau, was sie wollen und wo sie hinwollen. Also von daher, der Weg für sie ist schon klar, aber natürlich gibt es da auch immer wieder ein paar Abzweigungen, die immer wieder vorkommen, wie das bei jedem Menschen ist. Es geht nicht immer alles geradeaus. Auch ein Fußballspieler sitzt vielleicht mal auf einer Bank, weil er nicht gut trainiert hat oder 2, 3 Wochen mal nicht so gut gespielt hat. Auch ein Fußballer sitzt mal im Reha-Zentrum, weil er langfristig verletzt ist. All diese Themen kommen natürlich darauf zu. Die Noten stimmen mal nicht, Abi-Stress, der jetzt gerade wieder herrscht. Also ich finde schon, dass man als Trainer heute, gerade als Jugendtrainer U17, U19, glaube ich, schon ein sehr breit gefächertes Feld hat, was man auch bearbeiten sollte und können sollte. Du wirst nicht allem gerecht werden, aber du musst immer wieder ein Ohr für die Spieler haben und um auch ein paar Dinge, die vielleicht auf dem Platz stattfinden, nachher reflektieren zu können. Du kannst es ja ein bisschen beurteilen, weil du ja in ganz Deutschland gearbeitet hast. Wie ist der Ruf der Talentförderung und der Akademie von Hannover 96 in der Republik? Ich meine, die U23 ist Top 5 in der Regionalliga. Da spielen Mannschaften aus Städten, die nur diesen einen haben, zum Beispiel VfL Lübeck ist im Moment Erster. Und die U19, weißt du selber, immer in der Bundesliga gewesen. Hat Hannover dort einen guten Klang? Also ich spreche jetzt mal von der Zeit, ich bin jetzt auch erst seit Sommer hier, war natürlich jetzt die letzten Jahre immer im Seniorenfußball tätig, da hatte ich jetzt von der Akademie Hannover 96 noch nicht so viel gehört. Aber was ich natürlich jetzt in der Zeit erfahren habe und was ich auch vor allen Dingen gesehen habe, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken. Also ich war beim 1. FC Köln vor ein paar Wochen noch, habe ein langes Gespräch mit dem U19-Trainer dort gehabt, die aktuell um die U19-Deutsche Meisterschaft gespielt haben, im Halbfinale jetzt gegen Mainz ausgeschieden sind. Ich war in Saarbrücken, ich war in Cottbus, Rostock. Also wir brauchen uns vor gar keinem zu verstecken. Die Infrastruktur hier ist richtig, richtig gut. Man muss es aber ein Stück weit auch immer wieder zu schätzen wissen. Und das A und O ist natürlich, dass du da oben auch Leute sitzen hast, die auf Nachwuchs setzen. Und die Durchlässigkeit ist aktuell, glaube ich, extrem gut, extrem hoch. Und deswegen wünsche ich mir und vielleicht auch wir alle, dass wir Samstag jetzt mal 3 Punkte holen, damit mal Ruhe wieder in die ganze Kiste kommt und man wirklich mal kontinuierlich auch Dinge entwickeln kann. Denn das funktioniert nicht, wenn du alle 6, 8, 10 Monate die Trainer wechseln musst. Dann wird es schwierig und im Moment
Nicht umsonst haben wir jetzt in der Winterpause 3 U23-Spieler zu Profispielern verholfen. Nicht umsonst ist Nicolo Trisoldi als U19-Spieler heute schon mehr oder weniger eine feste Größe, auch im Lizenzkader. Und diese Dinge müssen halt weitergehen. Die dürfen jetzt nicht, weil halt ein Stück weit wieder ein bisschen Misserfolg da ist, dann auf einmal wieder abgebrochen werden. Und das ist das A und O, dass du dann in diesen Positionen Kontinuität hast, damit dieser Weg weitergehen kann. Langer ist genug durchlässig, ist genug Durchlässigkeit von der Akademie in den Profibereich? Also ich glaube schon, aber das Wichtigste ist ja so ein bisschen, also was ich immer wieder feststelle, die sind ja sehr bescheiden, die Trainer, muss ich ja sagen, schön, dass wir so bescheidene Trainer haben, aber es ist schon das Wichtigste, dass wir erstklassige Trainer haben. Also zumindest U23, U19, U17 sollten Trainer am Werk sein, von denen man weiß, der weiß, wie es geht und der kann mir helfen, nach oben zu kommen. Und das ist auch das, was ich sehr an Daniel Stendel schätze. Ich gucke da unheimlich gerne zu, nicht nur bei den Spielen, auch beim Training. Es geht auch für Lottner. Man findet sich da wieder. Da siehst du wieder diese Sachen, die im Spiel wahrscheinlich wichtiger sind, als nur 10-mal den Ball hochhalten zu können. Na, heute habe ich manchmal das Gefühl, mach das und du bist Deutscher und du bist reich. Aber das ist nicht die Wahrheit des Fußballs. Also ich denke mal, da kommt einiges zusammen. Und das können diese Trainer, die wir gerade haben, wunderbar vermitteln. Und deswegen haben wir auch so viel Qualität nach oben, dass ich mir mehr wünsche. Ja, ich bin da auch, ich weiß nicht, von mir hat jetzt mal letztens aus dem Profi, hat mal einer gesagt, den wollen wir holen jetzt zur neuen Saison. Ich sage, was ist er denn? Ist er so ein Unterschiedsspieler oder was will er? Ja, ich muss ja immer so ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen angehört da. Und dann sagt er, ja, der ist ein Unterschiedsspieler. Oh, der ist Spieler. Ich sage, so, dann gehe ich nachher hin und sage, wenn der Unterschiedsspieler ist, dann spiele ich lieber. Aber immer dran denken, Leute. Wir haben den Tadel, Molo, der ist besser als der ist jünger als der hat mehr Perspektive. Also brauchst du so einen Mann doch gar nicht holen. Das würde ich mir mal mehr wünschen, dass diese Leute nicht von Anfang an, das muss auch über Leistung gehen, aber wenn du mal, dass sie reinkommen und zeigen können, was sie kommen, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr oben. Aber ansonsten machen wir es momentan sehr gut. Wir haben jetzt ein Loch in der U17 und da hoffe ich natürlich, dass wir da einen vernünftigen Trainer holen. Das ist auch nochmal wichtig. Dann sage ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Okay, wir müssen 3 Fragen zusammenfassen, Achim, weil wir nur noch 7 Minuten haben. Die erste Frage ist vermutlich auch nur eine Behauptung. Ich nehme mal an, dass alle 16 Spieler der Akademie das Ziel haben, in der ersten Mannschaft von Hannover 96 zu spielen. Wie kannst du uns schon ein bisschen Hoffnung machen auf die Zukunft? Kommen da wirklich gute Talente? Sind ein paar Rohdiamanten dabei? Ja, nicht nur die 16 Spieler, die da wohnen. Das ist ja dem Zufall geschuldet, dass Spieler jetzt nicht in Hannover wohnen, sondern etwas von außerhalb. Und deshalb positionieren wir die im Internat. Aber was die beiden, was Dirk und was die da gerade angesprochen haben, das ist unsere besprochene Zielsetzung. Denn wie gesagt, aus der U19, U23 in den beiden Leistungsmannschaften die Voraussetzung zu schaffen, dass Spieler, die sind ja mit 19, 20, 21, bist du ja körperlich nicht komplett fertig, aber zu 95% bist du ein Mann. Und in dem Alter musst du denn gucken, dass du die Voraussetzungen entwickelst, fußballerisch, technisch, taktisch, körperlich, vom Zweikampfverhalten, dass du im Herrenfußball bestehen kannst. Und die entscheidende Analyse, die wir zum Anlass genommen haben, das so zu machen, ist, wenn wir uns die Bundesliga-Profis oben angucken, wo die mit 18, 19, 20 waren, 95% der Spieler, die erste und zweite Bundesliga spielen, haben vorher mindestens ein Jahr, mindestens 20 Spieler in der U23 gespielt und der Großteil, mindestens 2/3, war vorher in der U19. Also weil viele sagen, die Durchlässigkeit nach oben ist nicht da. U19 ist was anderes, zweite Jahr U19 auch. Mit 13, 14, 15 ist das noch nicht der Fall. Und diese Analyse, die ich gerade angesprochen habe, das war die Schwerpunktsetzung oder die Grundlage für die Schwerpunktsetzung, die wir versuchen umzusetzen. Und das haben wir auch entsprechend Herrn Kind präsentiert als Inhalte. Er steht uns voll hinter uns. Es wird auch Rückschläge geben. Dass wir in diesem Jahr so performen mit der U19, Glückwunsch Dirk oder Daniel Stendel auch, das war nicht vorauszusehen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich vergleiche das mit den Jahren vorher, dass wir praktisch das beste Jahr aller Zeiten spielen mit der U19 und U23. Das war nicht vorherzusehen, aber wir versuchen daran zu arbeiten, dass wir das in den nächsten Jahren ähnlich stabil halten können. Dirk, jetzt lass mich noch mal was dem Achim fragen.
weil mir das ja auch aufgefallen ist. Das ist alles gut, wie du es sagst, aber ich sehe natürlich auch, dass wir von den anderen Vereinen sehr gerne ausgenommen werden, was U17-Spielern ist. Und ich glaube, dass wir, oder vielmehr nicht ich, aber ihr müsstet euch mal Gedanken machen, wie man das stoppen kann. Es sind schon wieder vier gute, oder drei, glaube ich, und einer geht noch. Vier exzellente Spieler verlassen uns schon wieder, ist ja klar. Wenn Dortmund winkt und wenn Leipzig winkt und Wolfsburg winkt und alle winken natürlich mit diesen Blättern, dann werden die Eltern schon mal schwach. Aber wir müssten auch irgendwie, ich weiß nicht, langfristig den Jungs so eine Perspektive aufbauen, dass sie sagen, ja, wenn ich Bundesliga schaffe, dann noch eher bei 96 in der zweiten Liga als bei Leipzig, die mich sowieso nicht aufstellen. Also das wäre nochmal so ein Ding, da müsst ihr noch dran arbeiten. Ist tatsächlich auch, sind zwei Zuschauerfragen, die auch alle das Gefühl haben, es verlassen uns zu viele Talente. Ja, da sind wir ja dabei. Das habe ich ja, glaube ich, in eurer Zeitung heute Morgen auch gelesen, dass die Problematik dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber sage ich allen, die hier sitzen und auch Dieter, das kriegen wir nicht von einem Tag auf den anderen gedreht. Wir arbeiten gut, wir entwickeln Talente und versuchen die Talente auch über 19, U23 zu den Profis zu entwickeln. Aber es war im letzten Jahr so, dass die Profimannschaft noch nicht den Stellenwert hat, wie die Profimannschaft in den Augen von den Jungs vielleicht von Dortmund oder von Leipzig. Denen zu vermitteln, weil ich habe zusammengearbeitet mit Ralf Rangnick in Hoffenheim. Der ist danach nach Leipzig gegangen. Vor 5, 6 Jahren haben die versucht, es besser zu machen, haben gesagt, wir wollen jetzt Bundesligaspieler selbst ausbilden. Nach 5 Jahren guckt selbst Ralf Rangnick in die Zeitung und sagt, wo sind die Spieler, die wir ausgebildet haben? Haben wir gar nicht. Das muss man den Jungs auch vermitteln, dass die Vereine zwar Geld haben und die strukturellen Bedingungen haben, aber es muss auch mit Leben gefüllt werden. Und das, ich denke mal, wir haben im Augenblick in der Besetzung, in der wir jetzt arbeiten, gut angefangen, diese Zielsetzung mit Leben zu füllen. Und Dieter, ich bin komplett bei dir. Wir müssen in den Kopf der Spieler noch reinbringen, dass sie hier eher die Möglichkeit haben, Profi zu werden, als wenn sie mit 17 nach Dortmund gehen. Weil, Julian Badner sagt das, hat meinen Sprachgebrauch so ein bisschen übernommen. Ich sag mal, bei Hannover 96 gibt es keinen Talentestau. Wir kaufen nicht für jede Position in jedem Jahrgang drei Talente. Dann hast du U17 einen, der es schaffen soll, U19 einen, der es schaffen soll, U23. Die hören ja nicht mit 23 auf zu spielen. Und du musst, wenn du auf jeder Position 2, 3 Leute hast, von U15 bis U23, und die entsprechend so instruierst, dass sie mit Herz für 96 sich fußballerisch weiterentwickeln, dann, sage ich mal, muss es möglich sein, dass wir mehr Spieler dazu motivieren, dass sie dann auch hier bleiben. Ist da nicht das Entscheidende, dass du Beispiele hast aus der Profimannschaft, die du zeigen kannst, pass auf, hier der Trisoldi schafft es, der spielt jetzt dauerhaft in der Bundesliga oder in der zweiten. Ist das nicht das Entscheidende? Ja, total, das brauche ich gar nicht beantworten. Hat Dirk sehr schön dargestellt. Also wenn wir das Jahr, was wir gerade zu Ende spielen, wenn wir das 3, 4 Mal wiederholen, sage ich, sind wir genau auf dem richtigen Weg. Aber das ist kein Selbstgänger und da müssen wir dran arbeiten. Dirk, werden die Profis immer jünger werden? Ich meine, wenn man sich jetzt die Bundesliga anguckt, Mokoko oder Bellingham oder Haaland ist jetzt weg, aber 19, 20, 21 maximal mit 17, 18 bist du schon teilweise Stammspieler in der Bundesliga. Wird das immer weiter jünger werden? Ja, ob es jetzt noch weiter jünger wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber heute mit 17 irgendwie Bundesliga-Profi zu sein, glaube ich, das gehört mittlerweile dazu. Das spricht auch für die Ausbildung der Jungen, die heute stattfindet. Spricht für die Entwicklung der Jungs. Ja, und aber auch das Vertrauen der Trainer bzw. der Vereine auf solche jungen Spieler auch zu setzen. Weil eins ist auch klar, dieses Thema Tempo ist heute wichtiger denn je. Ne? Natürlich ist Fußballtechnik immer wieder wichtig, aber wenn du heute nicht mehr in der Lage bist, auch vom Tempo her mitzuhalten, dann wird es schwierig. Und das hast du halt einfach mit 34, nicht mehr wie ein 18-Jähriger. Ne? Und dementsprechend werden die Jungs auch immer wieder früher hinzugezogen. Und wie gesagt, die Ausbildung ist schon deutlich besser als vielleicht zu meiner Zeit noch zum Beispiel. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe gerade jetzt so eine Eingabe gehabt. Das ist so ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, dass ich Julian mal fragen werde, ob wir vielleicht mal einen Anschluss in der nächsten Saison in der Akademie irgendwo machen können, mit Führung durchs Haus und vielleicht noch einen Spieler mit dazu holen. Weil das ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle interessiert und alle angeht. Und dann können wir auch mal gucken, wie es vor Ort aussieht. Und ich denke mal, da hätten Sie auch Interesse daran, das mal vor Ort live zu sehen tatsächlich. Vielleicht kriegen wir mal Auswärtsspiele hin. Und jetzt
Dazu ein Kommentar, also das würden wir gerne übernehmen, also auch abgesprochen mit Herrn Kind, dass wir müssen uns auch in der Öffentlichkeit entsprechend darstellen und wie gesagt, das unabhängig jetzt von welches Medium das ist, Television oder Printmedien, egal, also die Öffentlichkeit bei uns begrüßen wir jederzeit herzlich. Okay, super, dann ist das hiermit vereinbart und wir kommen zum Schluss jetzt nochmal zum Bielefeld-Spiel. Der harte Alltag muss ja auch sein, Langer. Was muss Leitl ändern, um auf der Alm zu gewinnen? Das habe ich vorhin schon erklärt. Also ich würde defensiver spielen. Ich würde versuchen, dass Bielefeld das Spiel macht. Ich würde groß aufstellen, große Spieler bringen, weil Bielefeld ist sicherlich auch keine... Wir haben Lauf gerade. Ja, aber die können auch kein Spiel zu Hause machen. Und wenn sie mal ein Tor machen, kommen sie über Standards. Dann ist der Kloster, der legt auf oder macht selber. Und das müssen wir unterbinden. Ich glaube, wir haben auch die Spieler dazu, um da bestehen zu können. Auch ganz klar. Aber wenn es nach mir geht... Ich sage es nochmal, defensiver zuerst zu Null spielen, das muss der Gedanke sein. Aufhören zu träumen, dass ich fußballerisch eine Mannschaft in der zweiten Liga auseinandernehmen kann, sondern die Wahrheit ist, wir müssen einfach, auch der Trainer, um jeden Punkt kämpfen. Und wenn wir den ersten Punkt in einem großen Kampf erreicht haben, egal wo, wirst du sehen, wird sich alles wieder drehen. Okay, Andreas, sind nicht alle fit. Nielsen ist verletzt, Moroja ist nicht dabei. Wer ersetzt die? Dieter, wenn das so leicht wäre, dann hätten sie nach dem Sieg gegen Sandhausen ja auch schon weiter funktioniert. Ne? Hat ja auch nicht geklappt. Aber es ist ja auch immer nur so ein Spruch. Ja, was haben wir? Wir haben Roja und Nielsen sind gesperrt. Das gibt die Problematik dadurch, dass rechts im Mittelfeld ja für den Dem auch lange verletzt hat. Der war 5 Wochen draußen und da musste dann da irgendwo eine Lösung finden. Aber der hat jetzt diese Woche trainiert und kann wohl spielen, mehr oder weniger, sagt Leitl, aber nach 5 Wochen Verletzungspause nur 1 Woche richtig trainieren, wird wahrscheinlich schwierig, ob er das wirklich durchhält. Die Alternative wäre Neumann, der dann da rechts rausrutscht. Also das ist so die Thematik, die da gerade herrscht. Und ansonsten will er mit 2 Stürmern, hat Teuchert heute die Startgarantie gegeben, dass er auf jeden Fall spielt. Den nimmt er ja immer mal, der schießt zwar die meisten Tore, aber den nimmt er immer mal wieder raus. Der spielt nicht so häufig. Das erklärt er damit, dass der nicht so die Intensität auf den Platz bringt und nicht so die Räume hat, die er dann irgendwann mal später in der zweiten Halbzeit hat, wenn die anderen nicht mehr so können. Also ich denke, der wird ganz normal, hat auch angekündigt, mit 3er-Kette spielen, davor mit 2 Sechsern. Rechts vielleicht doch Dem, links wieder Köhn, ob was dem Dieter nicht gefällt. Und dann vorne mit Teuchert und Bayer, was ja eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und dahinter mit Schaub. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, macht ja riesen Hoffnung. Danke, Andreas. Wir tippen die nächsten beiden Spiele am Wochenende in Bielefeld auf der Alm. Und danach geht es an einem Sonnabendabend Hannover gegen Bad Nenndorf, also 96 gegen Dieter Hecking mit seinen Nürnbergern. 2 Spiele, die da beginnen mit den Tipps. Eigentlich hatte ich so, was ich gesagt habe, war meine Idee, ich sage mal ein Unentschieden, aber was jetzt Andreas, da muss ich nochmal alles überdenken. Da. Ja, ich würde sagen, sollten wir ein 1-1 schaffen in der Formation, das wäre schon sehr, sehr gut. Und 1-0 gegen Nürnberg. Dirk Lottner. Bin ich fast beim Dieter, also ich denke, einen guten Punkt jetzt in Bielefeld Minimum mitzubringen, wäre schon gut, damit die Bielefelder weiterhin auf Abstand hält, um dann danach die Woche zu Hause Nürnberg zu schlagen, dann sind wir durch. Lass vom Tipp. Ach so, ja, ich. Wir halten das alles fest, musst du wissen. Ja, ja, okay. Gut, dann bleibe ich auch beim 1-1 ja. Und denke, dadurch, dass wir ein bisschen zu viele Tore kassiert haben, hier sind in der Rückrunde, gewinnen wir dann 2-1 gegen Nürnberg. Alles klar. Achim Sarstedt. Ja, 2 Spiele, 4 Punkte, denke ich. Wie die stattfinden, ist mir egal, denke ich mal. Oder wollt ihr jetzt irgendwie, gibt es irgendwas zu gewinnen? Ja. Alles klar. Ja, würde ich sagen, auswärts, Bielefeld 1-1. Ja, das ist ja jetzt hier so ein Grundergebnis. Ja, das ist genau. Und zu Hause gegen Nürnberg? Komm, Butter bei die Fische. 3-2. 3-2, wegen der guten Abwehr. Andreas Willicke tippt ja immer relativ aggressiv, also bitte. Ja, aber ich habe zuletzt so oft positiv getippt und habe immer gedacht, dass sie gewinnen. Habe jedes Mal irgendwie auf 96 getippt, das mache ich jetzt nicht mehr. Vielleicht gewinnen sie ja dann, wenn ich jetzt, ich tippe okay. Jetzt mal, also ich glaube nicht, dass sie in Bielefeld gewinnen, 0-2 verlieren sie in Bielefeld. Und gegen Nürnberg,
1-1. Ein Punkt aus zwei Spielen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind so lang wie noch nie, aber ich fand es extrem spannend. Das war der 152. Anstoß in der Nordkurve. Wir sehen uns wieder wahrscheinlich in 2 Monaten erst, aber dann mit Horst Rubesch. Der hat ihr entscheidet letztendlich. Vielen Dank, schönen Abend. Danke sehr. Danke, Dirk Leutner, Arisastet.